Wollen wir nicht doch lieber irgendwie nochmal. Irgendein Drama-Ding oder so. Jetzt, wo ich das hier anfange. Oh Gott. Warte, ich muss mal meine Aufnahme starten. Oh. Hat Etienne getan? Bitte nicht, das muss gelogen sein. Doch, das war damals als diese Gillette-Kampagne, The Best a Man Can Be, ne, so, das von Gillette so sehr, sehr performative, aufgezogene, ne, wo es immer noch so, die Aussagen da drin waren korrekt. Natürlich haben die das für eigenes Brand-Image gemacht. Aber ne, die Aussagen da drin waren trotzdem vollkommen korrekt. Und das ist ja. Ich habe das hauptsächlich eigentlich nur in der amerikanischen Bubble mitgekriegt, dass sich da natürlich irgendwelche Writers wieder drüber aufgeregt haben. Aber in Deutschland war das da eben auch Etienne, der das in irgendeiner, ich weiß nicht, Moin Moin oder Live-Sendung oder so dann thematisieren musste und hat dann live in der Sendung seine Mutter angerufen, weil sie ja damals für Frauenrechte eingestanden ist in den 60ern, 70ern, was ja auch cool ist. Aber auch in dieses so, ja, das war ja auch, wir haben alles erreicht. Wir haben alles erreicht und das ist, weiter müssen wir nicht gehen. Und heutzutage sind ja alle durchgedreht. Und das brauchen wir ja gar nicht mehr. Und halt irgendwie so literally die eigene Mutter anzurufen. So wirklich auf diesem, Mama, kannst du bitte den Leuten sagen, dass ich kein Frauenhasser bin? So, das war... Das ist Top 10. Top 10 all, also best Etienne Moments aller Zeiten. Wirklich hervorragend, einfach nur. Ich muss mal gerade gucken, ob der Sound wieder vollkommen okay ist. Alter, ich habe schon wieder vergessen, welchen Knopf ich drücken muss, um in meine First-Person-Ansicht zu gehen. Ihr sitzt in einem Boot. Deagol und du, ihr fahrt stromaufwärts. Ich glaube, ich kann ein bisschen lauter machen, ne? Ich finde, wir sollten mal eine allgemeine Lautstärke irgendwie haben. Hat es etwas Hübsches gefunden? Ich will einfach systemweit. Ich will meiner Xbox sagen, hey, bitte gib allen Sound. So normalisier den einfach auf. Oder einfach so ein Noise-Gate oder so setzen bei der Konsole. Dass ich einfach sagen kann, hey, bitte bis irgendwie minus 15 dB oder so und nicht lauter. Warte auf uns. Oh Gott. Vielleicht hat unser Vogel schöne Tümpel gefunden. Sind Sie Feministen? Natürlich, ich habe zwei Töchter. Ich habe Freunde von mir, die sind Frauen. Dein Freund summt. Alter, ich habe gerade gedacht, das Spiel schmiert in den ersten zwei Sekunden ab. Stein ist wie Gebein. Bei Gollum ist doch sicherlich die Steuerung wie bei anderen Spielen, oder? Also ich meine... Es hat... Alter, hältst du mal die Schnauze? Auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Oh, ein Fisch wäre jetzt nicht wahr, mein Schatz. Ich meine, es ist gut synchronisiert. Also Gollum ist tatsächlich gut synchronisiert im Deutschen. Das habe ich auch in den vorigen Sachen mal angemerkt. Selbst ich, der Synchro-Hater, kann da nichts gegen sagen. Aber die Texte an sich sind dann trotzdem manchmal ein bisschen nervig. Yeah, Prince of Persia. Aber es ist normalerweise, ist Ducken für mich eigentlich rechter Stick. Rechter Stick rein, also wenn ich einen Standard raten müsste, wenn ich sagen würde, hey, aktuell die meisten Spiele, im Schnitt, worauf würdest du dich ducken? Ne? So sprinten immer linken Stick reindrücken und ducken immer rechten Stick. Aber nein, hier ist es rechter Bumper. Rechter Bumper ist für Ducken. Und das haben, glaube ich, nur sehr wenige Spiele. So Right Bumper ist meistens für irgendwas so durch cyclen oder sprinten haben manche Spiele auch da. Ich glaube, so Dead Space hat entweder links oder rechter Bumper sprinten. Er hat uns zurückgelassen. Folgen wir aber leise. Das Spiel ist pure Qual. Ich bin jetzt, glaube ich, zur Hälfte oder so endlich mal durch, aber
Es ist jedes Mal... Vor allem, wie einfach du, wenn du stirbst, Level neu laden drücken kannst aus Versehen. Und das ist mir auch schon mal passiert. Oder einfach sowas. Was meint ihr damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Alter, jetzt bist du immer noch... an irgendein Tier. Ich kann nicht mehr. Wir sind doch in einem neuen Kapitel. Wie kann der immer noch diesen Satz von vor 3 Stunden wiederholen? Seit zwei Chaptern oder so ist jedes Mal, wenn ich sterbe und neu starte, kommt jedes Mal, was soll das heißen? Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol Ich kann das nicht mehr hören. Okay, so, jetzt. Okay, ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Ich habe nicht gewartet, bis der Arm komplett ausgestreckt war. Das tut mir leid, Gollum. Das tut mir leid. Er sucht nach ihrem Tunnel. Wir haben Kraschneck davon erzählt, stimmt's? Gut. Alter, hast du mal die Arme von dem gesehen? Der könnte sich niemals da festhalten. Wie Geister. Alter, alleine einmal den Arm nach links oder rechts zu bewegen. Oh fuck, meine Stamina-Leistung. Ich hab vergessen, meinen Monitor runterzuziehen. Ich hab die Stamina-Leiste war unten nicht sichtbar für mich in Gelb. Ich hab das erst gemerkt, als es rot wurde. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben sie. Nee, wenn ich eine Sache beim Bouldern gelernt habe, dass selbst solche einfachsten Moves unfassbar viel Kraft brauchen. Okay, ganz vorsichtig. Mach das Licht aus. Dummer Mann. Bring die roten Zungen ins Orkland. Okay. Verflucht! Weil ich hab teilweise Routen, wo ich halt wirklich vorm Ende bin. Wir haben Kraschneck davon. Und dann einfach da hänge. Und abspringen muss, weil ich einfach, Alter, ich hab nicht mehr die Kraft, jetzt nochmal mich hier komplett festzuhalten. Und selbst wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde ist, mit links oder rechts. Ich hab gerade nicht mehr die Kraft, mich da noch ein bisschen hochzuziehen. Das ist insane. Und wenn ich mir dann, okay, der wiegt natürlich auch nichts. Aber ich meine, guck dir mal die Ärmchen an. Als ob der in den letzten 2-3 Tagen oder Wochen irgendwas an Protein gehabt hätte oder so. Also Schön dunkel! Ja, aber wo? Ich hätte, glaube ich, hier an der Stelle hochgehen müssen oder so. Sorry, dass das so aussah, als ob ich da rechts hätte langspringen können. So, keine Ahnung, als wenn er Bear Grylls-mäßig irgendwie offscreen die ganze Zeit Insekten frisst oder so. Aber wir haben's ihm gesagt. Weißt du, jedes Mal, wenn er abends schlafen geht, dann macht er einfach noch so 1000 Crunches oder so. Dummer Mann, bring die roten Zungen ins Orkland. Verflucht! Ihr sucht nach ihrem Tunnel. Ich brauche irgendwas, ich muss ja irgendwas bei dem Spiel drüber reden können. Gut, was nicht aus denselben 3 Punkten besteht. Sorgen wir dafür, dass er dort ankommt. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, den Erfolg zu holen, das ganze Spiel zu spielen, ohne zu sterben. Also ja, mit irgendwelchen... Ja, auf der Xbox ist es halt ein bisschen schwieriger. So. Der tat das schon. PS5 kannst du halt immer noch dadurch... Das ist der einzige Vorteil. Das Hochladen und Runterladen von Cloud-Saves ist manchmal eine absolute Katastrophe. Im Gegensatz zum Xbox-Ökosystem, gerade wenn du mehrere Konsolen benutzt oder so. Oder halt zwischen den Generationen wechselst. Aber der eine Vorteil ist, dass es relativ leicht ist, eben sich noch einen Save immer auf USB zu kopieren. Das ist eben hier wesentlich schwieriger. Da muss man meistens eben auch dann irgendwie offline gehen und den Cloud-Save löschen und nur lokalen Ding irgendwie runterladen. Ja, aber sagen wir mal, du hast eben keine Möglichkeit, auf diese Tricks zuzugreifen und mit irgendwelchem Save-Scumming diesen Erfolg zu holen. Du müsstest wirklich die komplette Kampagne spielen, ohne einmal zu sterben. Also ich kann mir, also beim besten Willen, weil du musst ja wirklich jede Situation eigentlich oft genug üben, damit du einfach weißt,
wie du zu 100% agieren musst, damit dich halt keiner der spielerischen Probleme irgendwie fisten kann. Sie werden ihn fressen. Kommt überhaupt noch irgendjemand? Schnell jetzt. Warum, waren die immer schon lila? Ich meine, ich finde lila gut, aber... Schnell jetzt. Was haben wir da? Stein nehmen. Geil. Stein genommen. Backware genommen. Okay, 3 Orks. Könnt ihr mich von hier aus überhaupt sehen? Ich habe nie ein Gefühl dafür entwickelt, wie weitreichend deren... Okay, Frage beantwortet, würde ich sagen. Warum überhaupt noch die Möglichkeit fürs Wegrennen oder so haben? Nein, einfach instant gefailed. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Das kann mir aber doch keiner sagen, dass das irgendwie... Also das ist doch pure Notlösung. Das kann mir doch niemand aus dem Entwicklerteam irgendwie sagen, ja, das... Das ist unsere Intention, so mögen wir das alle. Sie werden ihn sehen. Sie werden ihn fressen. Ach stimmt, altes Point-and-Click-Adventure, Weisheit. Wieder das falsche Item vorher nicht geklickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann auch beim Entwicklerteam alle da irgendwie Spider-Man 2018 war das? Ja, Spider-Man 2018 gespielt haben. Und dann bei den Stealth-Missionen das richtig geil fanden, dass jedes Mal, wenn dein Charakter irgendwie mit der linken Arschbacke des Gegners angesehen wird oder so, sofort, ah, neu machen. Das ist richtiges Stealth-Design, so mögen wir das. Natürlich nicht. Ihr Schnüffler könnt nicht stillstehen, was? Okay, jetzt kommt er her. Du hast doch nicht wieder Angst vor dem Geist. Ich sag dir, er ist wieder da und er ist wütend. Oh. Ich bin mittlerweile inzwischen weiter in Gollum als du. Ich weiß nicht, ob ich dir gratulieren sollte oder das bemitleiden sollte. Das zählt als Helm, oder? Weil ich kann ja Orks mit Helm nicht angreifen. Warte mal, versuchen wir es einfach mal. Okay. Okay, scheinbar zählt das nicht als Helm. Ich meine, ich würde es auch nicht richtig als Helm zählen, aber es ist natürlich Definitionssache. Und gerade bei so einem Spiel... Peter Griffin-Style. Ihr seid... Ich würde auch immer so auf das Tor aufpassen. Einfach vom Tor weggucken. Das war's mal wieder. Der nächste Tag voller Sackgassen. Ich wünschte einfach, die hätten das Spiel 2 Stunden lang gemacht. Warum muss man dann auch noch so überambitioniert sein? Du? Was machst du denn hier? Ich rette Graschnik, wie immer. Okay, ich geh einfach mal... Es kommen noch mehr Orkse. Leiter bewegen. Das wird helfen. Ich führe den Graschnik in... Wie hast du mich gefunden? Nicht wir. Oh, Jontron. Orkse waren's. Hunderte. Oh, Jumpscare. Und sie kommen näher. Nicht klug, die roten Zungen. Meinst du, aus Gollum hätte in irgendeinem Universum ein gutes Spiel werden können? Garantiert. Garantiert. Du kannst aus allem, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es irgendein Spielkonzept oder beziehungsweise irgendeine IP gäbe, aus der du kein gutes Spiel hättest machen können. So, also dafür gibt es irgendwie zu viele Variablen. Hätte ein unerfahrenes, gerade in dem Bereich auch noch unerfahrenes, zu kleines, unterbezahltes, unter schlechten Arbeitsbedingungen leidendes Team das besser machen können? I don't know. Es gibt so ein paar Entscheidungen, wo ich sage, so, dieses Point-and-Click-Adventure-artige Puzzle-Design, das wird auch nicht dadurch entschuldigt. So, das hätte auch, keine Ahnung, das kann ich nicht auf den Zeitdruck schieben. Das ist so eine Idee, die hätte sofort einfach von allen Leuten abgeblockt werden sollen. Sind das Spinnennetze? Große Spinne, ja. Aber so generell ist es, also unter den Bedingungen, never. Dafür stinkt es aber noch reichlich. Garstig, ja. Kein schöner Weg, ganz und gar. Meint ihr, die hatten auch Vertragsbedingungen wie Insomniac? Wenn man bessere Wege kennt, weil er so viel weiß. Ja, die mussten auch 50% der verkauften Konsolen-Hardware dann abgeben.
von allen Grafikkarten, die mit dem Spiel verkauft wurden. Selbst dem Vogel ist das unheimlich. Beziehungsweise Narcon ist doch, na dann. Ist auch Big Ben scheiße, ne? Das heißt, mit irgendwelche Controller, die sie damit... Weißt du, die hätten einfach so einen Gollum-Controller machen sollen. Und den dann damit verkaufen. Alter, dieser Insomniac-Deal mit Disney, oder beziehungsweise Sony-Disney-Deal, das ist ja eigentlich... Das ist so... Das ist doch einfach nur Geficke wegen Spider-Man, oder? Das ist doch einfach so, Leute, ihr wollt uns Spider-Man nicht zurückgeben oder zurückkaufen lassen. Ah, aber ihr wollt jetzt die X-Men-Lizenz vor euer Spiel benutzen. So. Dann aber richtig Asche her damit. Ihr wollt das benutzen? Okay, dann kriegen wir von allen euren Konsolen-Bundles 35-50% nicht der Nettoeinnahmen, nicht des Profits, sondern der kompletten Verkäufe. So, holy shit. Das ist einfach, Sony macht, also wenn du Sony schaden möchtest, einfach so viele Wolverine PS5-Bundles kaufen, wie es nur geht. Weil das Ganze, ich meine, okay, das Problem ist dann, das ganze Geld geht an Disney, aber... So, die machen mit jedem Wolverine PS5-Bundle dann Verlust. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Discord reingeschrieben, ob das vertraglich dann eben 100% definiert ist. Ob die definiert haben, was ein Hardware-Bundle ist. Weil für meine Verhältnis ist ein Hardware-Bundle ein offizielles Bundle. Ne? Bedeutet, das ist gebrandet. Dieses PS5-Bundle, was du kaufst, das ist Wolverine, das hat Wolverine-Branding drauf. Und da steht, hey, hier in dieser Verpackung mit der Konsole, da ist dann auch Wolverine enthalten. Das steht auch auf der Verpackung vorne drauf. Ne, beispielsweise wie, ich habe ja das Ratchet & Clank Bundle damals geholt, weil es kein anderes gab. Gollum. Weil theoretisch könnten sie auch dann sagen, wir bringen so einen Bundle gar nicht raus. Oder wir produzieren eins in kleinen Mengen. Und sagen den ganzen anderen Retailern einfach, ihr könnt Wolverine zusammen mit der PS5 verkaufen. Dass halt eine normale PS5 verkauft wird und dann ist da zusätzlich dann noch eine Edition von Wolverine dabei. Aber das ist kein Hardware-Bundle von Sony, das ist ein Combo-Bundle des jeweiligen Retailers. Und die kriegen dann irgendwie einen Rabatt oder so, oder eine Marge von Sony dafür mehr. Und dann so würde Marvel oder beziehungsweise würde Disney dann auch an sowas verdienen? Weil zumindest wie ich das in dieser Slide, wir haben halt keine Ahnung über die genauen Vertragsklauseln. Aber wenn das nicht festgelegt ist, dann keine Ahnung. Ich fände, das wäre eine clevere Art und Weise, dem aus dem Weg zu gehen, ja. Hoffe, da kommt noch ein Video. Ja, werde ich. Es kommt morgen. Ich werde das nach dem... Ich mache nach dem Stream erstmal, beziehungsweise ich glaube, ich nehme die Audio dafür auf und dann werde ich das zusammen mit dem anderen Video morgen rausbringen. Ich habe noch ein weiteres mit der Integration gemacht. Das habe ich vorhin noch aufgenommen. Da habe ich auch fast das ganze Footage dafür. Das heißt, die beiden werde ich dann morgen raushauen. Weil das eine muss morgen raus, wegen der Integration, und das Insomniac-Ding kommt dann einfach morgen raus, weil je früher, desto besser bei dem Thema. Es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe. Dort an der Brücke. Ehrlich. Ehrlich. Angst. Wir müssen uns konzentrieren. Bitte nicht. Okay, das heißt, ich habe den Dulli jetzt da hochgeholt. Und damit habe ich was bezweckt. Oder kann ich jetzt hier auch lang... Nee, ich habe den hier einfach... Genau, ich habe den hier unten abgelassen. Nee, Gollum, keine Füße lecken, bitte. Ah, warte, da oben. Die Frage ist halt wieder, wie weit greift der Magnetismus des Spiels? Ich glaube, hier bin ich einfach hergekommen, ne? Ich versuch einfach mal. Ich kann mit John Ford nichts machen, ne? Oh, warte, wenn das von hier aus funktioniert. Verdammt. Oh, lol.
gelandet? In welche? Warte mal. Da bin ich hergekommen. Da bin ich hergekommen. Aber ich kann in die andere Richtung hier gehen. Ich bin ja hier hochgegangen. Da war ich noch nicht. Geht das? Hervorragend. RT gedrückt halten. Klappt immer. Ich hoffe, ich starte da oben. Kannst du bitte wieder erwähnen, wie scheiße das ist und warum die Hacker nicht irgendwelche Politiker oder Big Corporates exposen? Es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe. Also das, ich finde das halt extrem ehrlich. Scheiße, dass die ich hatte Angst. Dass die persönlichen Daten und sowas da rausgenommen werden, aber zum Beispiel eben diese ganze Vertragsscheiße und die Sales-Daten und sowas da rauszuziehen. Alter, wüsste ich nicht, was ich dagegen haben sollte. Ich wüsste nicht, was ich dagegen haben sollte, dass irgendwelche Sony-internen Sales-Daten endlich mal preisgegeben werden. Da habe ich absolut nichts gegen. Ich glaube, das Problem bei anderen Sachen ist, dass die... Oh, da hinten kann ich, glaube ich, dran springen. Oder? Kann ich das? Ich glaube nicht. Das heißt, ich gehe einfach mal hier in die Richtung weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich... hier bin ich doch hochgekommen. Hier bin ich hochgekommen, da habe ich ihn geöffnet. Das heißt, das müsste dann wirklich der richtige Weg sein weiter. Ich würde ja gerne... Ja, aber es gibt doch keine Karte. Ich würde ja auch ansonsten noch gerne die Karte benutzen, aber die Karte in diesem Spiel ist leider auch einfach absoluter Mumpitz. Leichen da unten? Geh mal nachgucken. Nicht nach unten schauen. Ja, natürlich werde ich das erwähnen, dass das mit den persönlichen Daten oder so, das ist absolute Scheiße. Dafür sollte auch keine Hackergruppe oder so gefeiert werden oder sonst was. Was ich halt nur ein bisschen... Ich meine, deswegen hatte ich das ja auch geschrieben, weil ich hab von mehreren Leuten das in der Timeline gehabt, dass man auch nicht darüber... So, darüber sollte auch nicht berichtet werden, über das Footage, was da zu sehen ist und alles... und auch die Ankündigung von den Spielen, da sollte nicht drüber geredet werden. Und das ist halt so der Punkt, wo ich einfach vollkommen anderer Meinung bin. So, und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht wirklich dieses, ich will, dass mir die Überraschung nicht genommen wird. Wo ich so, okay, I don't know, ich find's irgendwie wichtiger, diesem kompletten Hype und der kompletten Marketingkontrolle eher kritisch gegenüberzustehen. Was ist los? Kraschnik muss die roten Zungen aus. So ist es. Sind die Leute auch jedes Mal traurig, wenn Marvel oder irgendein anderer, wenn jetzt so DC bekannt gegeben hat? Als James Gunn irgendwie bekannt gegeben hat, hey, das sind unsere Pläne fürs DC Universe. Waren da Leute, ist das dann so, oh nein! Gespoilert! Du bleibst. Oh! So, du hast doch immer noch Überraschungen. Du weißt doch immer noch nicht, wie der. Du hast doch immer noch keine Ahnung, wie das aussieht. So, ich wusste auch von dem Blade-Spiel im Vorfeld. So, ich meine, er hatte das auch mit einem Spoiler-Tag bei mir im Discord gepostet. Ist alles cool. So, und I Don't Care war einfach so, hey, hier wahrscheinlich Arcanes neues Spiel. Hab draufgeklickt, Blade. Und dann war ich so, oh, voll geil. Ist doch cool, wenn das wahr wird. Und der Trailer war doch immer, der Trailer ist dann doch immer noch, was an sich Aufregendes wurde. So, oh, und jetzt haben wir immer noch keine Ahnung, wie das Spiel aussieht. Und wenn das erste, und selbst wenn du, auch dieser GTA-Leak, den es gab. Wo hat der GTA-Leak von einem Jahr den Impact des richtigen Trailers weggenommen? Wo hat das irgendwie... denn die Überraschung des eigentlichen Trailers, weil du doch trotzdem nicht weißt, wie es dann aussieht. So, und du guckst ja auch dieses Gameplay von Wolverine an und das ist so, du kriegst jetzt ein bisschen das Gefühl für das Spiel, aber wenn es nachher richtig mit der krassen Optik revealed wird, dann ist es trotzdem nochmal dieses, oh, finde ich jetzt aber interessant, wie sie es umgesetzt haben oder wie auch andersartig das von den ganzen anderen Dingen, von dem frühen Gameplay-Footage irgendwie aussieht. Alter, in was für einem Arschhaartunnel bin ich hier eigentlich gerade? Was ist das denn? Das ist wirklich einfach hier gerade Vorbereitung auf die Darmspiegelung. Warte mal, ich muss glaube ich hier... Ich kann mich hier aus irgendeinem Grund nicht auf die andere Seite... Ich kann nicht auf die andere Seite springen. Alter, wie hoch ist denn das? Da ist auch keine Stamina-Leiste.
Nee, wehe, ich hänge irgendwie 2 Sekunden irgendwo runter. Wehe, ich versuche, länger als 3 Sekunden zu sprinten. Aber jetzt kann ich einfach mal Turm von Babel erklimmen. Oder beziehungsweise den Anus, den Darm von Babel. All die Jahre muss er dort unten auf dem Grund des Flusses gelegen haben. Verborgen vor der Welt. Ja, ich meine, also ich finde das ja auch geil, dann irgendwie diese Hype, so diese Trailer zu haben, wo dann halt irgendwas Überraschendes drin passiert. Aber das ist mir halt nicht wichtig, das ist mir nicht wichtiger als die reine Problematik mit der Hype-Kultur an sich. So. Du einer Verlockung widerstehen. Und I don't know, ich habe dann teilweise das Gefühl, ist das Leuten wichtiger als das eigentliche Produkt? Weiß ich nicht. Ich kann mich auch darüber, keine Ahnung, für mich ist das einfach wie Weihnachten, wenn ich dann auf einmal so einen Einblick bekomme in die Produktion. Und diese ganzen kleinen Clips, die du dir von Wolverine ansehen kannst und sowas. Und wenn dann nachher der Trailer rauskommt, dann habe ich immer noch keine Ahnung, was damit passiert oder so. Wie gesagt, und da irgendwie den Entwicklern was kaputt machen. Ich verstehe, also ich habe auf jeden Fall, ich meine, Siad hatte mir das ja auch in die Kommentare reingeschrieben. Da stimme ich auch vollkommen zu. Das ist halt so der Consent der Firma ist mir scheißegal. So, who gives a shit? So, was Sony will oder so, who cares? Aber ich kann auf jeden Fall natürlich nachvollziehen, dass wenn halt irgendwie eine kreative Person oder so sagt, hey, ich will nicht, dass das oder so komplett geleakt wird oder so ohne Kontext. Es kommt dann natürlich noch, finde ich, immer noch drauf an, was es ist und wie viel. Weil zum Beispiel, wenn komplettes, ne, wenn, ich glaube, das, was war das, Hateful Eight wurde, glaube ich, das damalige Skript wurde komplett geleakt. Und da kann ich halt schon verstehen, dass du dann so, hey, das ist die komplette Geschichte an sich. Das will ich nicht, dass das Leute in der Form erfahren, bevor sie nicht das reine fertige Werk gesehen haben. Ne, das nimmt einem dann vielleicht auch so ein bisschen. Ich glaube auch Tarantino meinte oder so, dass er kurz davor war, den Film einfach nicht mehr zu machen, weil es so, na, jetzt haben ja schon Leute den Kram gesehen und haben sich die Meinung davon gebildet. Und dann kann ich auch aus kreativer Sicht natürlich dann irgendwie verstehen, dass man dann vielleicht nicht mehr so gerne an dem Ding dann irgendwie noch arbeitet, ne, die ganze Zeit und alles, was man da reinstecken muss. Aber wenn es einfach nur ein Schnipsel ist, wenn es einfach nur ein bisschen Gameplay so oder auch, ich meine, auch wenn es relativ viel ist, so eine Entwicklung ist ja, das ist ja so viel an Material. So, wie viel müsste da irgendwie rausgegeben werden im Vergleich zu einem kompletten Skript oder so? Weil zum Beispiel so ein bisschen Alpha-Footage zu zeigen, das ist, finde ich, wie als wenn der Anzug von Batman geleakt wird. Als wenn irgendwie Leute Pre-Production-Material vom, oh, das ist das erste Costume-Fitting von keine Ahnung, Batman oder so, oder Spider-Man oder Superman oder sonst wem, wenn das geleakt wird. Ja, wollen die Leute wahrscheinlich dann auch nicht immer oder so, aber da würde ich jetzt auch nicht sagen so, oh nein. Deswegen, ich find's halt schwer, das so zu verallgemeinern. Das muss man, glaube ich, immer so für je nach Punkt irgendwie betrachten. Und ansonsten bräuchtest du, glaube ich, am besten halt richtige Standard-Guidelines, wie es in der so irgendeinen journalistischen Standard, auf den man sich irgendwie einigen könnte. Weil auch da ist es dann immer, wo ist denn so die Grenze zwischen, ne, diesem, okay, kreativen Consent und irgendwie einfach nur Corporate Control. Oh, ich konnte mich bewegen. Das sah für mich gerade aus wie eine Cutscene. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Okay, Leute, I guess, Content Warning, Arachnophobia, für die Leute, die das nicht abhaben können. Ich vergesse das immer, weil ich habe eine Spinnenphobie, aber ich finde die Viecher halt immer noch interessant.
Und solange sie nicht vor mir irgendwo oder beziehungsweise zu mir krabbeln, habe ich da kein Problem mit. Überzeug jetzt Gollum. Oder musste ich einfach ihn überzeugen und das war's? Okay. Ja, bla bla. Angst. Nee, wir hätten dasselbe gemacht. Weißt du, komm. Ja, siehst du? Ist mir gerade ein Streit geworden. Yeah, baby. Let's go. Oder? So, das war aus der Position. Es gab noch niemals diese fucking Crash Bandicoot. Kamera. Vor allem, wie weit das weg ist. Ich kann auch gar nicht. Ich glaube, ich habe eine automatische Geschwindigkeit. Nee, RT bringt nichts irgendwie Schnelleres. Oh, in die Wichse gelaufen. Nein. Du. Oh. Yeah, baby. Das ist einfach nur die 3D-Ansicht aus Limbo, Leute. Das sah genauso aus. Hätte das Playdead damals in 3D gemacht. Dann sähe das genauso aus. Die frühe Beta-Version. Alter, stell dir mal vor, der Gollum nimmt die Spinne gleich genauso auseinander wie der kleine Junge. Achso, das ist da drunter. Alles klar, ich wollte gerade schon sagen. Ich glaube, ich bin mit Springen ein bisschen schneller, deswegen mache ich das. Oh, ich kann darauf nicht springen. Das war dann vielleicht doch ein Fehler. Alter, wie lange ist diese Sequenz, bitteschön? What the fuck? Okay. Die Kamera dreht sich einfach nicht um. Did it, first try. Ich wollte einfach eben nur nochmal das Gespräch von der anderen Seite sehen, weißt du? Ich bin einfach so diskussionsbereit, dass ich nochmal gestorben bin, einfach nur um die alternative Version zu sehen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Weil ich glaube, ich bin gespannt. Ich habe ja auf dem Stream-Archive-Kanal sollte jetzt, glaube ich, gerade der, wie habe ich es genannt? Ich glaube, einfach offener Brief an Urs oder so rausgekommen sein. Wo ich dann gesagt habe, hey, okay, du hast gesagt, du wolltest, dass ich dich dann lieber in den Sachen tagge oder so. Dann habe ich das gemacht. Also wenn das jetzt irgendwie noch als keine Ahnung, dann so Harassment oder so dargestellt wird, also dann weiß ich auch nicht mehr. Also ich finde in der Position habe ich jetzt irgendwie das bestmöglich gemacht, wie ich irgendwie konnte. Und entweder es kommt dann noch zu irgendeinem Gesprächsversuch oder nicht. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung, wo der dann zu führt. Aber dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es versucht. Yeah, baby. Zum Glück haben die da immer diese Reling eingebaut in die Steinwände. Ich habe das Gefühl, dass mit der Spinne ist noch nicht vorbei, oder? Vielleicht fängt die auch nachher wie Phantom an, Feuer zu spucken. So Feuerbälle, DMC-Style. War das korrekt oder nicht? Was? Es kommt die Cutscene. Ich denke, okay, Björn, hast du was Richtiges gemacht? Was soll das heißen? Wir füttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben und dann war es doch wieder falsch. Oh, yo, Markus, was geht? Videospielspinnen klingen bei mir auch anders als echte, ja. Ne, weil ich weiß ja, dass es diese Modi aus eine Accessibility-Option wie bei Grounded oder so gibt. Und das finde ich auch voll cool, dass die Option da ist. Ne? Nimmt mir ja nichts weg. Ich hab das nur nicht dafür, dass ich halt so im echten Leben halt wirklich einen Anfall kriege oder so, wenn ich die Viecher sehe. Also kommt drauf an, was für eine. Aber so diese klassischen Hausspieler, so die kann ich gar nicht leiden. Okay, also das geht auch nicht. Also muss ich mich irgendwie fallen lassen? Weil ich kann ja nicht schneller klettern. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol bildet es. Wir schwören. Okay, vielleicht doch.
Nochmal. Einfach auf gut Glück einfach raten. Alter, das war zu langsam. Okay, ich hau jetzt einfach X rein. Ich drück jetzt einfach, keine Ahnung, weißt du, ich drück jetzt einfach nur noch Twitter und dann ist okay. Aber wir haben's ihm gesagt. Ich spamme jetzt einfach nur noch. Ich habe keine Ahnung, wo es da runter geht. Okay. Jetzt sind wir wieder Crash Bandicoot. Warte. Wait. I'm doing something. Warte. Obwohl, nein, das ist nicht das Original. Let's go! Ah, siehst du? Jetzt bin ich direkt viel besser. Fuck yeah, baby. Oh Gott, ich hab die ganzen Kisten vergessen. Nein, nicht in den Kamm rein! Ah! Oh, so eine Scheiße aber auch. Fuck, ey, vom letzten. Vom letzten Ding überrollt. So eine Kacke aber auch. Weißt du, machen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Level das ist, in dem eigentlich. Ich glaube, wir können einfach hier. Das gibt mir Kraft dafür. Ich liebe auch, wie direkt einfach die Perspektive gewechselt wird. Das ist zumindest der Boulder Dash Song. Ich habe keine Ahnung, ob das der Track auch ist, der bei dieser Verfolgungsjagd mit dem Stein gespielt wird. Ich könnte auch 3 anmachen. Da gibt es ja mehrere Verfolgungslevel. Das passt sogar irgendwo zu dem Setting vielleicht sogar hier. Ah! Okay. Ah, natürlich. Das Grün! Das Grün! Oh, ich liebe diese Segmente. Würde Gollum zutrauen, dass es der originale ist. Ah, ich bin einfach... Ich hab direkt nach hinten gedrückt. Oh, fuck, fast schon wieder. Ich liebe auch, wie du ganz am Anfang noch die Stamina-Leiste hast und die dann einfach ausgeht. Erneut. Why even have that shit? Okay, ich glaube, dass ein großes grünes Ding heißt Springen. Ich folge jetzt einfach dem Saft. Fuck. Leider ist es nicht genau erkennbar, wohin. Oder wie weit du in welche Richtung springen musst. Aber ich versuche dem Spiel zu folgen. Es leitet mich.
das Grün. Oh, jetzt kann ich sogar beide... Oh mein Gott, das ist... Ich kann an der Wand entlang laufen. Crazy shit, Alter. Ja, fuck! Oh, das... Ich will direkt nach unten gedrückt halten. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel einen auch so starten lässt. Okay, springen. Hat trotzdem nicht gereicht. Okay. Das ist aber, komm, das ist jetzt aber falsch, Musik. Warte mal, wie heißt der vom Dreier? Ich weiß nicht mehr. Es gibt dieses Urzeit-Ding. Wait, I'm doing something. Under pressure, deep trouble. Dynamite hier, das ist, glaube ich. Ja, Baby! Let's go! Jetzt aber. Muss noch mal ein bisschen, weil... Ja, ist okay. Muss ja auch ein bisschen Hype sein. Fuck! Warum klingt das nach Earthworm Jim? Tommy? Oh, Baby, der Wallrun. Und dann direkt in die Wichse gelaufen. Oh! Fuck! Aber das war so ungefähr fast. Also ich will mich intuitiv darauf verlassen können. Das funktioniert, dieser Wallrun, diese Mechanik, die funktioniert einfach sowas von überhaupt nicht. So teilweise klappt's und teilweise nicht. Oh, we did it. Keine Musik mehr, Leute. Jetzt gibt's wieder Gollum. Es tut mir leid. It's Gollum time once again. Wie die großen Philosophen schon immer gesagt haben, it's Gollum time. Yo, Black Raymond, vielen Dank für das Abo, guten Abend. Die Musik killt dich, mich hat die Spinne die ganze Zeit gekillt. Die Mucke macht das Beste schon Level, ja, das Level schon besser. Das ist aber auch hervorragende Musik. Das ist genau, Crash Bandicoot sowohl Crash Bandicoot als auch Spyro hatten ja relativ bekannte Musiker sogar, die dafür die Tracks gemacht haben. So, was war das bei Spyro? War das der Bassist oder Gitarrist von ich glaube, das war der Bassist von The Police, der den Soundtrack gemacht hat. Das war so geil. Ghost Trick durch. Ghost Trick ist so gut. Freut mich, dass du es gespielt hast. Du bist jetzt leider einer von uns. Du bist jetzt leider Teil der Gospel-Meute, die einfach nur jedes Mal, wenn irgendeine Person Ghost Trick erwähnt, auch nur zurufen können, spiel Ghost Trick. Oh, Baby. Oh, ich hab noch leckeren Eistee da. Ich hab ganz vergessen, dass ich mir noch einen ganzen Kladderadatsch an Eistee gemacht habe. Wusstest du es selbst nicht. Aber wir haben es geschafft. Spiel durchgespielt, oder? Das ist doch das Ende. Spinne Endboss, würde ich sagen. Oh, da sehe ich. Das sind die Credits. Ich glaube, wir können aufhören. Vielen Dank an Frandulis Hallen, der Director scheinbar. Auch genannt Flussfahrt. Sind kurze Credits. Ich meine, haben ja nicht so viele Leute daran gearbeitet. Ich glaube, die ganzen Praktikanten, die das Spiel hauptsächlich gemacht haben, die werden nicht mal genannt. Ich habe Ghost Trick noch im Backlog, dann aber mal schleunigst da rausholen. Lügen. Gollum. Ja, scheiße. Da hast du ihn ermordet. Das Schlimmste an Gollum ist, es ist einfach noch immer mehr Gollum. Du hast ihn getötet. Ach, hör nicht auf ihn, mein Schatz. Er fand deinen kostbaren Ring und du hast ihn daraufhin erwürgt. Es war unser Geburtstag. Natürlich.
Natürlich gab's da Blumen. Als ob irgendjemand mit solchen Gummiärmchen jemanden erwürgen könnte. Ich meine, Gollum hat schon so Mülldeckelhände, das auf jeden Fall. Beutlin. Also der Umfang würde, glaube ich, passen, aber... Unser Geburtstagsgeschenk, unser Schatz, er war unser, er hat ihn uns genommen. Also ich würde sagen, Gollum könnte mich nicht erwürgen. Ich glaube, da muss ich nicht mal stark meinen Nacken für anspannen. Ich meine, okay, das... Unfair. So, ich habe so eine starke Nackenverspannung, ich muss das... Der ist einfach immer angespannt. Wir wollen Ruhe. Fürwahr. Ich würde es wahrscheinlich einfach angenehm finden, so als Physio. Schließ die Tür. Was hat er gesagt? Oh, die Lippensynchronität. So viele Nichtigkeiten. Lasst ihn aus der Zelle. Er sollte nicht allein hier unten sein. Wenn es ihm besser geht, erfahren wir vielleicht mehr von ihm. Das ist meine Mutter, wenn ich zum Essen runterkommen sollte früher. Es gibt wenig Hoffnung für ihn, aber ab und zu vertraue ich auf das Glück. Same. Habe ich auch immer gehört. Dann passt besser auf. Ja, lass uns gehen. Kluger alter Mann, wir sollten nicht allein sein. Immer so einsam, mein Schatz. Ja, das sind wir. Du wartest. Wir warten, ja. Wie kann, ich meine, ist das nicht etwas, was angeboren ist? Kannst du das random bekommen? Ich dachte, das wäre einfach ein quasi ein Defekt angeborener. Ich hab da keine Ahnung. Und wir lassen nicht zu, dass sie ihn finden. Die Teller sind leer, meine Liebe. Die Kinder haben wieder das Obst gestohlen. Empfängt mich der König heute? Warum musst du immer wieder fragen, Mel? Ich hungere nach Enttäuschung. Oh, kann ich nicht relaten. Man sieht, man kann ich thank anden. Alter, ich hab grad Lache gedrückt. Tananksa uchebita ist el nadregat. Ja, also genauso klingt das auch, wenn ich ausländische Texte vorlese. Ich glaube, ja, aber selbst 100, das ist so die Frage, kann sich das überhaupt entwickeln? Darum haben wir den Elben gebissen. Smeagol wird jetzt gut sein. Schwöre es. Schwöre niemanden in diesen Hallen etwas anzutun. Ich schwöre. Wir schwören. Wir schwören, Punkt, Punkt, Punkt. Wir schwören. Ich will, wir schwören, Punkt. Das sind so die... Vor allem jetzt ist auf beiden der A-Punkt. Jetzt ist auf beiden, das ist der Button. So, wenn du einfach so ein bisschen machst, dann weiß ich nicht mehr, was zuletzt war. Ja, oh, links scheinbar. Nette Elben werden sehen. Ja, das werden wir. Wir sehen alles. Hörst du das Rauschen des Wassers? Das ist unser unterirdischer Fluss. Geh nicht dorthin. Er wird aufwallen und dich ertränken. Alter, ich habe das Gefühl, die wollen mir gleich irgendwie irgendeine Bibel oder so aufdrehen. Lieber zu den Gärten. Dort ist es schöner. Komm. So, was ist das? Was ist das für ein Heft, was dir da gerade rausgefallen ist, hä? Was ist das? Wachturm? Einfach nur fort von hier. Der König will dich nicht sehen. Nicht heute, nicht morgen, nicht in 100 Jahren. Oh. Hab ich das eigentlich mal erzählt? Dass wir hatten bei uns im Dorf nie irgendwie so großartig Leute, die irgendwie, oh, ich möchte ihn bitte von Gott und der Welt erzählen. Sowas hatten wir eigentlich nie, aber ich habe einmal an der Tür einer Person, ich glaube irgendeine Dame oder so, aufgemacht und hatte mir so eine Apothekenrundschau irgendwie gegeben. Und ich war so, ja, okay, whatever, ne, Apothekenrundschau. Nimm ich das, verabschiede mich, mach Tür zu. Und begehe mich gerade in die Küche und auf einmal fällt aus dem Heft ein weiteres Heft raus. Und das war dann der fucking Wachturm. Und ich mir auch so gedacht habe, so, Alter, was ist das denn für eine gammelige Überzeugungstaktik? Da kannst du es mir auch direkt in den Briefkasten werfen. Ganz im Ernst, wenn es einfach nur darum geht, dass es in meiner Hand landet. Das Licht unserer Sterne hat sie verlassen. Sie ist blind. Halte Abstand, verstanden?
Mel ist zu ihrem eigenen Besten da drin. Und zu unserem. Ich bin dafür, dass du Gollum Speedrunner wirst. Ja, ich. Aber nur wenn Summoning Salt ein Video über mich macht. Alter, das neue. Oh Gott. Das, ich meine, mir geht's wieder auf die Nüsse, dass er wieder irgend so ein beschissenes Mobile. Wir möchten, dass Leuten mit, die spielsüchtig sind, Geld aus der Tasche ziehen. Scheiße irgendwie, da wieder Werbung für macht. So, Bro, du kannst alles Mögliche bei deiner Größe vermarkten. Es muss nicht so ein Spielscheiß sein. Ich wünschte, das würde ihm einfach mal jemand im näheren Feld irgendwie sagen, hier, Alter, mach mit allen 5000 anderen Firmen. Nimm dir da irgendwie Kohle. Das muss kein Mobile-Scheiß sein. Aber ansonsten, also das Video an sich, das neue Summoning Salt Ding. So, ich will das nicht spoilern, aber also falls Leute das nicht gesehen haben, soll, also noch kein Interesse oder so hatten, das Ding hat tatsächlich einen leichten Twist ab der Hälfte. wo ich nicht mit gerechnet habe. Das war sehr interessant. Also ich kann es nur empfehlen. Laleth? Was macht er denn hier? Der Zauberer will es so. Könntet ihr bitte eine Stunde auf ihn aufpassen? Was? Wir? So, das erklärt auch, warum das länger ist als die sonstigen Videos. Also, ich habe zwischendurch zwar mal ein bisschen vorgespult, vor allem, weil es irgendwie 3 Uhr nachts war, als ich das gesehen habe. Aber das war wirklich, muss ich sagen, Respekt. Wer ist da? Das war verdient. Ich muss vor allem Respekt, dass man... Er hätte das Video vor Jahren machen können. Aber so lange damit zu warten und das jetzt erst zu machen, nach dem restlichen Erfolg mit dem Kanal, muss ich sagen, Respekt. Wie gesagt, es muss ihm nur irgendjemand mal diese Scheiß... So, dass er für irgendwelche Raid Shadow Legends und alles Mögliche da drin das Placement macht. Das muss ihm einfach mal jemand aus der Hand schlagen. Ob er schwimmen kann, bezweifle ich. Bergfahrt. Schwimmen. Was murmelt er da? Er denkt nach, wie er uns umbringen kann. Alter, die reden über mich, als wäre ich eine Katze. Du weißt, dass du am Zug bist. Du lässt mich ja nicht nachdenken. Achso. Lass dir ruhig Zeit. Ach, die haben da so ein Schachspiel. Ich dachte gerade legit, die wären was am Rauchen. Was ist das für ein Spiel? Oh, sorry, ich sehe einfach so Waldelfen. Und das Erste, was bei mir in den Kopf kommt, ist, dass die sich zudröhnen. Die du störst. Kann Smeargold spielen? Nein, die Regeln sind zu lang. Und du bist zu kurz. Ich meine, zu deutlich, das ist deutsche Aussprache. Das ist ein großes Problem der deutschen Aussprache. Also nicht Aussprache, aber auch sehr stark oftmals der Vertonung. Das wird den Leuten aber auch beigebracht, oftmals leider. Es ist wichtiger, dass Leute das zu 100% verstehen, als dass du wirklich das schauspielerische Element rüberbringen kannst. Aber die Fato, also von Gollum selber, die ist wirklich super. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie die Synchronstimme aus den Filmen ist oder irgendwie von den Audiobüchern oder so, die weiß ich, dass sie gut sind, ja. Kennst du Thorixa und diese The Man Who Broke God of War? Ach so, das Video kenne ich, ja. Den Kanal habe ich keine Ahnung davon, das Video kenne ich, aber ich weiß nicht mehr, was es war, aber das Video an sich fand ich relativ langweilig. Ich kann es aber nicht mehr sagen. Ich habe zweimal versucht, das zu gucken und habe zwischendurch immer wieder abgebrochen. Und was ist in unserem Kopf, mein Lieber? So, das Gute an Summoning Salt ist vor allem auch so die Struktur und die musikalische Untermalung des Ganzen. So, die Musik macht so unfassbar viel bei seinen Videos aus. Vor allem auch eine gute Entscheidung gewesen, dass er... Das ist ja quasi zu seiner eigenen Playlist geworden ist, obwohl das die Musik von anderen Leuten ist. Dass das ja sogar gememt werden kann mittlerweile. Dass das so bestimmte, ne, du hast immer so eine Anfangsmusik, du hast so bestimmte fast schon Montage-Musik,
so Songs, die immer benutzt werden für jetzt zeigen wir irgendwie eine Montage von dem jeweiligen Charakter. So, das ist dieses so Twist and Turns Musik. Das macht so viel von der Erfahrung in den Videos aus. Und das ist halt schwer zu kopieren, weil du kannst nicht die gleiche Musik nehmen. Ne, ansonsten ist es halt, also dann ist es ja wirklich schon so Plagiatslevel. Aber du musst eben was Ähnliches finden, was distinkt ist, aber dennoch ähnlich gut funktioniert. Das ist halt scheiße schwer. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich habe... ich habe so ein bisschen... ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht gewollt ist. Oh mein Gott. Ist irgendwo noch irgendwas zu sehen? Ich sehe keine... Es ist einfach gar nichts mehr, egal in welche Richtung ich irgendwie drücke. Das Einzige, was ich sehe, ist leichtes Color-Banding, aber sonst... Oh! Ben Star Moment. Ach, da unten ist Gollum, da fällt er. Ich glaube, jetzt bin ich wirklich aus der Skybox rausgefallen. Ganz großes Kino, Leute. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Alter, wenn jetzt der Checkpoint in dem offenen Gebiet ist, ne? Oh, hervorragend. Einfach diese Tür ins Nichts. Was Hi, Tim. Ja. In unseren Kopf geschaut. Das ist wirklich all der Vier-Moment gerade. Haben wir Beagle wehgetan? Nein, niemals. Da fehlt nur noch einer von diesen Soundeffekten, die Tim dann immer benutzt dafür. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie er das immer wieder schafft. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie mehr daran liegt, dass es immer die PC-Versionen sind oder so und die einfach ein bisschen fehleranfälliger sind, je nach System. Aber... Also bei all den tausenden Spielen und auch die ganzen Gurken und alles mögliche, was ich in meinem Leben gespielt habe, ich habe nicht mal einen Bruchteil von den Sachen in den Spielen gesehen, die er einfach nur in den Videos gezeigt hat. Also wirklich keine Ahnung, wie er das immer schafft. Es ist wahrscheinlich genauso das Talent, wie bei mir einfach alles mit Technik kaputt geht. Wie ich immer... absurde Technikprobleme bei jeder Software finde, ist es bei ihm bei einfach Spielen. Es ist einfach unter der Kraft von ihm gespielt zu werden, brechen die Spieler einfach zusammen. Und bei Software ist es einfach unter der Kraft von mir benutzt zu werden, dass dann die Software komplett zusammenbricht. Ich meine Software in dem Sinne so Utility-Software, ne? OBS, all der Quatsch halt. Oder einfach Betriebssysteme auch. Was? Verschlagen? Neugierig? Verschlagen? Sie? Oder ist da Vorschlagen? Oh, nicht nötig. Wir haben geschworen, sehr, sehr nett zu sein. Oder im Sinne von verschlagen sein? Ist das ein Begriff? Ich sehe halt einfach nur gerade so die Frau und dann die Option verschlagen. Und ich bin so, ist das die Kuchenmod, die gerade aktiv ist? Was sollte die Implikation da gerade sein? Das ist alles Gift. Ich dachte, er würde länger reden und mir gerade die Zeit genommen, was zu trinken. Rohen Fisch nehmen. Let's go, Baby. Katzen anlocken. Er will ihn. Er weiß es. Der Zauberer weiß Bescheid über den Schatz. Er meinte mal, dass er weiß, wie man Fehler provoziert, um zu schauen, ob geachtet wurde. Und Alter, ich glaube, also, wenn die Arbeit nicht so scheiße bezahlt werden würde, also ich glaube, so Tim könnte perfekte Q&A für Spieleentwicklung sein und ich einfach für Utility-Software. So,
Oh, du entwickelst irgendein. Was riecht hier so? Irgendwie ein bisschen verbrannt. Hm? Oh, komisch. Wird auf einmal so warm hier drin. Ist sie da? Die seltsame Elbin? Wir hören sie atmen. Du bist der Gefangene. Ja, aber falls ihr irgendein Programm entwickelt oder so und sei es nur eine kleine App und ihr wollt alle möglichen Fehlerquellen finden, ne, es ist so, Alter, Björn, das Ding ist perfekt. Da kannst du nichts dran kaputt machen. Gib mir das Ding 5 Minuten in die Hand und sag einfach, benutze es, versuche es normal zu benutzen und dann habe ich es kaputt gekriegt. Also dann ein Vorschlag. Wir lassen einander in Ruhe. So, wirklich jegliche Software zerbricht einfach nur unter der Kraft von mir, normal benutzt zu werden. Und wir mögen sie nicht. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Pech ist oder ob ich die Sachen auf eine Art und Weise benutze oder Dinge damit machen will, die nicht vorhergesehen sind. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, eine Kombination aus beidem. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich lang muss oder was ich machen soll oder warum sind da Blumen. Und ich habe Angst, gleich wieder irgendwo durch ein Loch zu fallen ins Nichts. Ey, Wachmann! Bleib mal Wachmann! Ja, ist alles okay, Gollum, bei dir? Brauchst du ein bisschen Hilfe, oder? Was muss ich eigentlich machen? Gut wie Fisch. Sehr cool. Finde den geheimen Flusspfad. Okay, alles klar. Alter, kannst du mal aufhören, so aufgegeilt vor dich hinzukeucheln? Es stinkt. Das ist wie Son Goku, der den Kaffee trinkt. Das ist aber eine bittere Suppe. Oh. Ich glaube nicht, dass das ein Hot Take ist, aber OG Dragon Ball besser als alles andere, was es danach jemals gab. Versuch's hier. Oh, ich glaube, das ist die. Vielleicht geht's noch anderswo rein. Ich glaube, das ist die Tür, durch die ich eben die eben nicht richtig angezeigt wurde. Ja. Okay, muss ich wieder aufpassen? Sind hier wieder irgendwelche bösen Wachen? Nee, ich sehe nichts Rotes. Hahaha. I did it. Oh, nicht zu schnell laufen, Björn. Ich sehe dahinter schon wieder Probleme. Aber ich glaube, hier ist einfach nur eine Tür, hinter der das neue Gebiet dann, also beziehungsweise ich dann rausgehe. Um das dann da zu spawnen, oder... Ich weiß gerade nicht, ob irgendwas nicht richtig aktiviert wird oder ob ich hier irgendwas machen muss. Tierfigur. Waldmenschen machen nette Schnitzereien für Kinder. Sehr nett. Waldmenschen machen sehr schöne Kinderschnitzer. Okay. Weil für den geheimen Flussfahrt, okay. Weil das ist so, ja, ich muss hinter die Tür kommen. Und jetzt bin ich hinter die Tür gekommen. Aber hier ist irgendwie nichts. Und das fühlt sich so an, als ob ich hier irgendwie in einen neuen Bereich reingehen könnte. Na, als ob hier irgendwie jetzt drücke A kommen müsste, aber es passiert nichts. Und ich versuche hier nochmal nach oben zu gucken, ob es da irgendwie einen anderen Weg gibt, aber das scheint es nicht zu geben. Also doch nochmal wieder zurück oder muss ich doch nochmal neu laden? Weil hier ist
oder? Nach da oben? Kann ich von hier aus nach da oben? Weil... Nee, da passiert nichts. Hier irgendwie dran springen auch nicht. Warum klingt dieser das Streichen zwischendurch wie das Windows so so ein Geräusch, dieses Dünn. Hier mal hoch. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Du darfst nicht hier sein. Es tut mir leid. Oh wow, okay. Was machst du, wenn ich es trotzdem mache? Oh, mich wegteleportieren, toll. Kann ich ja nicht damit rechnen, dass die Wache irgendwelche Teleportfähigkeiten besitzt. Kann ich mit dir nochmal reden? Was soll ich tun? Wo soll ich hin? Wo geht es lang? Was ist der Sinn? Kann ich mit dir nochmal reden? Kann ich nochmal verschlagen? Hallo, ich bitte Sie. Bitte helfen Sie mir. Die ist durch. Fertig mit dem Leben. Verständlich, aber das ist so der mit 45 aufgewacht und gemerkt, ich habe mein Leben verschwendet Blick. Da gibt's nichts mehr zu holen. So. Vielleicht doch nochmal hochgehen in das andere Gebiet wieder zurück. Garten. Nur ein bisschen zu pervy. Ja, okay. Ich muss halt sagen, dass ich den Humor, also ich meine, du hattest auch bei Dragon Ball Z halt immer auch noch Humor mit drin. Aber so originales Dragon Ball war halt dann doch immer noch mal so ein bisschen mehr Gag-Manga, fand ich. Plus halt das Pacing. Und ich meine, ich vergleiche den Manga miteinander, weil der, also du wirst dich noch verletzen. Ich verstehe nicht, wie Leute den Dragon Ball Anime verteidigen können. So, maybe die abridgte Version, die Leute gemacht haben oder so, ohne. Aber selbst das ist, finde ich, schlechter als der Manga. Deswegen, ich fand doch eigentlich die Ankündigung, ich habe nix, ne, die Ankündigung von dem One Piece Anime Remake Projekt. Ich habe da nichts dagegen, ich glaube nur nicht, dass es durchhalten werden. Die Sache ist, wenn ich halt wirklich wüsste, hey, wir machen jetzt Commitment, die komplette Serie umzusetzen, ne? Und einfach, weil wenn ich mir so vorstelle, hey, One Piece auf dem Qualitätslevel vom Hunter x Hunter Anime, auf jeden Fall. So, würde ich auf jeden Fall nicht nein zu sagen. Aber ich kann gerade bei so einer Netflix-Produktion einfach, das ist ein Durchhaltevermögen. Also, das würde ich ja nicht mal anderen Leuten zutrauen. Und dann erst recht nicht Netflix. Weil das ist einfach ein Commitment für die nächsten 20 Jahre. So. Das sind ja jetzt schon 1000. Was ist das aktuellste Chapter bei One Piece? 1102, 3 oder so? Das sind auf jeden Fall über 1100. So, und das heißt, selbst wenn du das so kompakt wie möglich irgendwie machen möchtest, dass du dann sagst, hey, wir versuchen in eine 20-Minuten-Episode 3 oder 4 Chapter reinzupacken, was schon ein ordentliches Tempo definitiv wäre. Ne? Oder du machst 50-Minuten-Episoden raus und machst versuchst einen Band oder so damit durchzusetzen oder so. Das ist einfach Unmengen an Content, Unmengen an Story und Handlungen, die du umsetzen müsstest. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Also, wenn du irgendwo das ganze Corporate Greed Money wegschmeißen kannst für irgendein künstlerisches Projekt, ja, habe ich kein Problem mit. Er wird besorgt. Ich sah ihn ankommen.
Weißt du, warum er hier ist? Die sind zu stark für unser kleines Spiel. Was? Bleib in Deckung. Schreckliche Augen dürfen Ich bin nicht zu stark für euer kleines Spiel. Die Frage ist jetzt, wer wird dann immer weggelockt bei den Sachen? Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gehört. Dreh dich wieder um. Du Hampelgünther. So. Jetzt. Da drauf werfen. Wie konnten wir ihn nur verlieren? Oh nein. Gut. Das kommt hier hin. Und das da drüben? Ich hoffe, dass es der Herrin gefällt. Ja, beweg dich doch nicht. Das passt wirklich gut zur Herbstkrone unseres Königs. Oder. Komischer Hans hier. Ist so aufdringlich. Ah! Ah! Aber das Gute ist, ich bin unter Tischen, bin ich unsterblich. Selbst wenn die rot werden, unter Tischen bist du einfach unsterblich. Da können die nichts gegen dich machen. Beste Patrouille, einfach zwischen zwei Sachen hin und her laufen. Ich gebe noch nicht auf. Mehr Elben. Gehen wir ein bisschen schwimmen. Alter, voll. Wasser ist ganz okay. Der Geruch erinnert mich an die Lilien flussabwärts. Oh, First Person! DMC, Baby! Okay, wo muss ich? Ich muss hier raus. Was haben wir hier? Verstecken. Geil. Ich vermisse den Wein aus Seestadt. Warum wurden die Grenzen geschlossen? Ich dachte, es wäre Frieden. Das Reisen ist nicht mehr sicher. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich frage mich, was der König dagegen tut. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt schnell hinter dem hergehe, während der sich umdreht. Und das ist gut so. So, jetzt. Und dann nochmal warten, bis die an mir vorbeigehen. Warum geht der Dödel nicht? Heute gibt es Wild zu essen. So, und jetzt muss ich aber die nochmal abwarten. Wo geht's denn da lang? Lass mich erst ausruhen, ja? Warum sind die eigentlich zeitversetzt, die beiden? Kann er mich sehen? Ich hoffe nicht. Okay, ich gehe jetzt einfach mal da lang. Keine Ahnung, ich hagel mich einfach so durch, so das eine Ding, wo ich vielleicht hin kann oder so. Aber ich habe das Gefühl, ich mache dieses Mal, obwohl ich habe keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, ich mache Progress, spiele so für 3 Stunden und dann gucke ich mir das Longplay an und dann habe ich eigentlich nur so eine halbe Stunde vom Spiel geschafft in der Zeit. Und es sind immer noch zwei, weil das hat doch irgendwie so 15 Kapitel. Und ich habe ein Kapitel geschafft. Ich habe ein Kapitel eben geschafft. Ich habe Kapitel 6 geschafft. Kapitel 6 habe ich geschafft und ich bin immer noch in 7. Also ich hoffe, die späteren Kapitel sind einfach nur Gollum wäscht seine Unterhose. Oh, Kapitel 8, alles klar. Oh. Ich würde es halt schon gerne sehen, aber die neue Adaption zu meinen liebsten Szenen gelangt, bin ich wahrscheinlich schon senil, ja. Also ich meine, ich werde es, also wie gesagt, Realserie, die ist mir halt scheißegal. Also ich habe der ersten Staffel eine Chance gegeben. Ich werde vielleicht mal in die zweite reinschauen oder so, aber nee, I don't give a shit. So, cancelt das Ding, I don't care. Aber so beim Anime, da kommt es halt drauf an, so wie gut ist dann die erste Season umgesetzt. Wie gut sind, weil das zeigt sich dann eben, wie der Qualitätslevel ist. Wenn ich so das Gefühl habe, ja, das ist so auf einem, ne, Madhouse Hunter-Hunter Standard, so, okay, alles klar, dann können wir das gerne so weitermachen. Aber ansonsten, nee. Ne, wenn man sich halt wirklich die Zeit und das Geld nimmt, das gut umzusetzen. Und ich meine, also es zumindest. Ach, da ist. Oh mein Gott, ich hab den gar nicht gesehen, den Günther. Ich liebe es, wie ich rot bin und der. Hervorragend. Ne, weil wenn man sich ja. Es gibt ja diverse Netflix-Anime-Projekte, die qualitativ sehr hochwertig sind.
So, das Scott Pilgrim Anime fand ich super. Pluto war herausragend. Das Edge Runners war super. Aber wir haben es ihm gesagt. Smirgol findet es. Also von daher habe ich da echt keinen, ne, wenn es auf so einem Qualitätslevel ist, dann. Aber ich glaube halt nicht, dass sie das durchziehen werden. Das ist einfach so ein absurdes Commitment, wirklich. Und vor allem die Frage ist, ob sich das dann eben auch durchzieht. Also, ne, also weil die Sache ist jetzt, solange halt One Piece noch läuft die ganze Zeit, ne, solange auch der Manga noch läuft und alles, ist das auch vollkommen im Hype drin. Aber was ist, wenn jetzt in den nächsten 5 Jahren der Manga durch ist? Hat das dann so eine Staying Power? 10 Jahre, weil das ist ein. Das ist halt wirklich ein Projekt, Alter. Selbst wenn ich einfach so geduckt bin, sieht er mich immer noch. Weil das ist einfach ein Projekt, wenn du nachher, keine Ahnung, wie viele Chapter One Piece nachher haben wird. So 1300, 1400, wenn es dann irgendwie durch ist. Das umzusetzen, weißt du, ne, wie gesagt, das ist unrealistisch. Man müsste eher so im Schnitt davon rechnen, wenn sie ein gutes Pacing einhalten. Pro Folge 2, 3 Chapter. Und dann sagen wir einfach mal, sie würden 4 machen. Sagen wir einfach mal, sie würden 5 machen. So, selbst dann hast du am Ende, wenn das ganze Ding durch ist, hast du dann so 300 Folgen. Und wahrscheinlich wären es eher 400, 500 Folgen. Und das mit dem normalen Produktionszyklus? Alter. Ne, selbst wenn sie, sagen wir irgendwie mal so, das kriegst du halt nicht hin. Qualitativ machst du es dann vielleicht, dass du pro Season dann wirklich deine 12, vielleicht maximal, wenn sie es wirklich ausreizen, aber dann unter den schlechtesten Arbeitsbedingungen ever, was ich auch keinen Bock drauf habe, dann irgendwie 20, 24 Episoden. Selbst dann würde das einfach 20 Jahre laufen. Vorsicht. Hervorragend. Mega. So, ich weiß nicht, wie lange war Hunter x Hunter in Entwicklung bei Madhouse? Das waren irgendwie 148 Episoden, ne? Meine ich, der Anime von Madhouse? War doch Madhouse, meine ich. Oh, hervorragend, ich bin am Hängen. Super, ich dachte, ich könnte kurz was nachschlagen. Ja, fall einfach nochmal, who gives a shit. Anime-Film, Anime-Television. Ja, genau, war Madhouse. Jawohl, das haben sie schnell produziert. Das waren echt 3... Alter, wie haben die sich denn da dran gehalten? Das war 4 Jahre waren das. 4 Jahre, aber 148 Episoden. Also, aber nimm selbst das Tempo vom Hunter-Hunter-Anime. Das waren für knapp 150 Episoden und dann musst du da überlegen, dass sie wahrscheinlich 400 bis 500 Folgen machen. Das heißt, das sind halt mindestens 10, 15 Jahre als Projekt. Also das ist ein absurd hohes Commitment. Ich finde diese ganzen westlichen Anime-Serien auf Netflix mag ich alle überhaupt nicht. Ich finde, die sehen nicht gut aus. Ich finde, die sind nicht besonders doll, was so Bildsprache, Editing und so alles betrifft. Manche der Animationen finde ich auch relativ blurk. Wo zum Teufel kann ich mich denn da fallen lassen? Weil ich dachte, hier so nach da lang? Aber um... Hier ist auch... Hä? Ich kann mich nicht runterfallen lassen. Das geht nicht. Hoch, da komme ich her. Auf die andere Seite. Da ist nichts. Ich kann nur nach rechts. Aber das Problem ist, dass ich hier um die Ecke springen müsste. Oder kann ich mich da an irgendwas festhalten, was ich nicht sehe, dass ich mich da festhalten kann? So, da oben kann man sich irgendwo festhalten. Aber da komme ich ja nicht hin. So, ich springe ja genau zwischen die beiden Sachen. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol findet es.
schwören. Das ist vollkommen okay. Es ist vollkommen in Ordnung. Ah, fuck. Vielleicht versuche ich hier aus der Position und mich dann so zu drehen. Nee, geht nicht. Du kannst dich im Sprung nicht wirklich drehen. Und ich meine, selbst der Checkpoint ist hier unten. Also ist es ja offensichtlich, dass es hier weitergehen muss. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol findet es. Oder? Oder soll ich eigentlich hierher kommen? Aber ich bin ja aus einer ganz anderen Richtung gekommen. Das kann doch auch nicht sein, oder? Oder soll ich hier hoch? Soll ich eigentlich hier lang? I don't get it. Ich bin ja aus der Richtung gekommen, aber es gibt für mich überhaupt keinen. Ich komme mal in die andere Richtung irgendwie nicht weiter, aber selbst hier war der Checkpoint. Das ist so. So, ja, ich kann mir das hier anschauen. Also ist der Teil da hinten irgendwie egal gewesen? Und jetzt bricht es. Nein, ich wollte abbrechen. Es ist so wirr. Kann ich da runterspringen? Hervorragend. Wie? Ich vermisse Wendels Helden daheim. Oh, das ist wie dieser Golden Boy Schwimmclip. Aua sei. Alter, Golden Boy ist der eine Anime, der im Deutschen besser ist, alleine wegen der Musik. Ich weiß nicht, was MTV damals geritten hat, aber die haben teilweise einen komplett eigenen Soundtrack dafür gemacht. Oder beziehungsweise andere Musik daraus genommen. So, nicht nur das Intro, was natürlich tausendmal besser ist im Deutschen, als im japanischen Original. So, von das Intro von Computer Jockeys. So viel besser, als was auch immer das Original versucht. Ich glaube nicht, dass ich hier lang gehen soll. Ich glaube nicht, dass das der gewollte Weg ist. But I don't care. Also war es Aragorn, der das Geschöpf mitgebracht hat? Ich versuche einfach gerade. Ich schummel mich da irgendwie durch. Das ist okay. Einfach ein bisschen hier durch Skyrim jumpen. Passt schon. Keine Ahnung, wo die Gegner nachher sind oder wo ich safe rauskommen kann, aber gucken wir einfach. Nee, aber die ganze Musik aus dem Anime ist an verschiedenen Stellen auch anders. So dieses Biker-Radrennen hat in der deutschen Version viel, viel bessere Musik. Und außerdem ist es mit dem Treten sowieso besser. Motorrad-Episode ist die absolut beste einfach. Die Animationen sind aber auch einfach nur hervorragend. Also gerade wenn er sich oben auf die Strommaste schwingt und darauf dann tritt. Oder auch die Szenen, wo er dann in den Ecken drin hängt und quasi und dann in der Leitplanke fährt. Das ist so gut. Ich glaube, die Entwickler hatten das Ziel, bei der Passage hier mehrere mögliche Wege durch das Level zu ermöglichen. Ist nicht so. Ja, ist vor allem ist es nicht so wirklich klar geworden oder wo ich da herkam. Wo kommt da das Wasser raus? Ich glaube, der Fels weint oder schwitzt. So, wo kommt da das Wasser raus? Das diffundiert einfach durch den. Hier kommt das da oben her. Aber da diffundiert das einfach durch den Stein. Okay, wie komme ich denn. Ich habe teilweise einfach keine Ahnung, wo der Weg ist. Es ist wirklich einfach versuchen, irgendwie da durchzumogeln. Keine Ahnung. Einfach Dinge versuchen. Das ist so wirr, dieser Abschnitt.
Boah, erneut. Also alle Leute, die das irgendwie hier nochmal durchspielen für 100% oder so. Ja, ihr tut mir so leid. Ich weiß nicht, ob es eine Incentive, also dafür, das müsste schon so, meine Lebenskosten für ein Jahr müssten gedeckt sein, damit ich das als ein Stream-Ziel oder so machen würde. Einfach gestorben. Einfach zwischen die Fälle. Einfach. Gollum hat sich den großen Zeh gestoßen und ist umgefallen. Das war es einfach gerade. Gollum ist umgestoßen und hat sich einfach den großen Zeh gestoßen. Das ist einfach auch so. Und da war so ein verstecktes. Lego-Stück, das da irgendwo rumlag. Und da ist er einfach draufgekommen und verständlicherweise gestorben. Kann ich nachvollziehen, dass man da drauf geht. Würdest du mir das Spiel empfehlen, Björn? Ja, aber nur zum Vollpreis. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Wer immer mir das Spiel auch zugeschickt hat, vielen Dank, but fuck you. Oh. Komme ich denn hier irgendwie raus? Achso, hier komme ich raus. Vorsicht. Ach, das Wasser tötet mich. Entschuldigung, dass das... Das ist ja vollkommen verständlich, dass das Wasser davor, das ist ja hellblau. Und das Wasser, das ist irgendwie ein bisschen dunkler. Natürlich, das tötet mich. Es ist natürlich auch weniger tief als das hier, aber nein, das ist verständlich. Wie bin ich nicht drauf gekommen? Wir können hier nicht schwimmen. Nein. Warum nicht? Warum kannst du da nicht schwimmen? So, oh ja, Björn, die Strömung. Mhm. Ja. Die Strömung mit der Geschwindigkeit von einem Dorfbach. Oh mein Gott, siehst du, wie schnell das passiert, dass du auf Level Neustarten drückst? Was meint er damit? Muss immer aufpassen. Was soll das heißen? Nein, ich hatte das auf. Ich hatte das auf meiner Amazon-Wunschliste, weil, ne, ich dachte halt, dann probier's mal aus, wie schlimm kann das schon sein? Wird guten Content geben. Und jemand hatte mir das dann tatsächlich gekauft. Hatte halt keinen Namen drin, deswegen weiß ich halt nicht, wer es war. Ist ja vollkommen okay, wenn man da anonym bleiben möchte. Aber ich hoffe, die Person reibt sich schön die Hände bei jedem Stream. Ist einfach nur da und zehrt von meinem Leid. Oh, ich liebe Prince of Persia. Einfach so bei jedem Stream. Nein, Björn, bitte. Ich bin schon so voll. Nein. Nicht noch irgendwo runterfallen. Ich kann nicht mehr. Ich bin schon so gesättigt von deinem Leid. Bleib im Schatten, mein Schatz. Dumme Elben können uns nicht einsperren. Wahrscheinlich so Schadenfreude als Fetisch oder so. Klick, klack, die Tür und lassen uns frei. Ach, der kleine Gollum kann nicht schwimmen, ja? Was ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich einfach direkt hier dran springen? Oh mein Gott, ich dachte für einen Moment gerade, er würde dran vorbeispringen. Okay, und jetzt? Oder geht's... What? Aber da geht's doch zurück. Und da geht's weiter. Aber wie komme ich denn... Muss ich dann da... Oh mein Gott!
kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber wir haben's ihm gesagt. Smergo will es. Wir schwören. Das ist in dem Moment klinge ich wie ein verletztes Tier, aber so fühle ich mich auch. Okay, dann folge ich mal dem Weg hier, aber... Was? Und jetzt? Hier lang? Kann ich da irgendwie langlaufen? Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol fildet es. Wir schwören. Fildet es? Was? Wo bin ich? Ah, jetzt bin ich hier wieder an dem Ding. Ja, ich geh jetzt einfach mal hier lang. Ich weiß es nicht. Das ist so... Aber ich glaube, das ist nur... Das ist nur Bonus-Content hier? So Collectible? Ach, nur Gräten. Ohne netten Fisch. Ohne netten Fisch. Ist das hier so Walljump? War das schon mal vorher irgendwo eingeführt? Und jetzt... Ich hab's ihm gesagt. Smirgol findet es. Wir schwören. Wofür ist das da? Warum ist das hier? Warum sollte ich da diesen Sprung machen? Wofür? Was? Damit ich da hoch kann, ich kann einfach hier da lang springen. Kann man hier irgendwo hier unten? Kann ich da hinten irgendwie lang? Kann ich dann einen geheimen anderen Weg nehmen, hinter der Wand entlang? Oh mein Gott, du kannst hier... Oh, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich tue so, als hätte ich es einfach durch. Da wären wir. Oh, Baby, Uncharted 4. Let's go. Wo können wir über den Fluss? Garstiges Licht, ich kann nicht sehen. Björn verliert den Verstand. Das impliziert, dass das noch nicht längst passiert ist. Das impliziert, dass ich noch irgendeinen Restverstand hätte in mir. Oh, guter Vogel. Er hat uns gefunden. Guter Vogel. Same, bro. Same, bro. Let's fucking go. Wie lange halte ich das noch durch? Wie viel halte ich noch aus? Ich will einfach nur, dass der Graus ein End hat. Gott, das ist noch... Ich sehe doch einfach schon, dass da so viel... Ich hoffe, ich kann jetzt einfach so straight da durchlaufen. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich denke so, oh Gott, Schleichpassagen. Ich will wieder lieber was anderes haben. Und dann kommen diese Jump'n'Run-Passagen und dann denke ich auch wieder, ich will irgendwas anderes haben. Weißt du, man denkt immer so bei diesen Uncharted-Dingern so, ach komm, bitte nicht wieder so Malen-nach-Zahlen-Gameplay. Und hier die ganze Zeit doch lieber Malen-nach-Zahlen-Gameplay. Lieber das, und es funktioniert, als irgendwie so eine Grütze. Erst rauf, dann wieder runter. Alter, ich will gar nicht wissen, wie das vor QA oder so aussah. Oder vor, wenn das überhaupt irgendein Playtesting hatte. Ich will gar nicht wissen, wie das davor aussah.
Oder das war auch dann so, man hat es ins Playtesting reingegeben und dann gemerkt, ja nee, scheiße Leute. Wir haben kein Budget dafür. Ich denke mal, war das eine Vorgabe von fucking The Delic, dass das so viel Spiel sein musste? So, wir machen da unser großes, teures AAA-Spiel raus für 60 Euro. Leute, da muss auch ordentlich Content drin sein. Macht das Spiel mindestens 20 Stunden lang. Oh Gott sei Dank. Ein Fisch! Warum ist einfach hier random eine Leiter? Ist es ein Fuchs? Eine Ratte, würde ich sagen. Wir haben's dir gesagt. Wir sehen alles. Jetzt komm hier hoch. Alter, hättet ihr mich nicht einfach dann mitnehmen können? Einfach im Rucksack oder so? Björn, die Switch-Version, die habe ich zum Glück nicht in der Wunschliste drin gehabt. Ein Nebel so dicht, dass du keine 5 Schritte weit sehen kannst. Er trügt den Verstand, wie ein alles verzerrender Spiegel, bis du dich völlig verirrt hast. Und früher oder später, so sehr du dich auch bemühst und so weit du auch gehst, führen alle Wege zu uns zurück. Niemand verlässt oder betritt unser Reich ohne Erlaubnis. Wie die Dinge stehen, werden wir einander also noch eine Weile ertragen müssen. Gandalf der Graue hat erwirkt, dass du in unseren Hallen verweilen darfst. Und die wirst du jetzt sehen. Komm. Scheiße, ich werde jetzt noch Dinge sehen. Mag es nicht, wenn ich Dinge sehe. Dinge sehen immer kacke. Let's go! Da habe ich jetzt ein neues Kapitel. Sind wir weiter im Spiel? Bitte lass mich nicht endlich es unendlich weitermachen. Er ist aus Stein, mein Schatz. Ein ganzer Baum aus Stein. Komm, Smeargol. Nennen Sie, 100 Leute haben wir gefragt, nennen Sie etwas, was man aus Steinen machen kann. Ein Steinmenschen bauen. Unser größter Geist, Meister der Zauber und Rätsel. Aber jetzt ist er fort. 100 Leute haben wir gefragt, Ihr Fernseher ist kaputt, was machen Sie stattdessen? Video gucken. Hast du verstanden? Smeargol hat geschworen, sehr, sehr gut zu sein. Ich bin gerührt. Bist du auch gerührt? Sehr rührende Worte. Wir brauchen wieder, was das Land wieder braucht, ist mehr Game-Shows. Wo ist er hin, der Herr der Rätsel? Wir brauchen einfach wieder mehr Game-Shows. Das habe ich auch bei dem Hooked-Quiz einfach wieder gemerkt. Das war so geil. Das war so geil, wirklich. Warum sie? Sie ist die, die überlebte. Dafür würde ich auch legit nach Berlin wieder fahren. Wenn ich daran teilnehmen könnte. Eine Lügnerin, nicht wahr? Deshalb sperrt der König sie ein. Mel ist keine Gefangene. Sie ist dort unten, damit sie heilen kann und nicht versucht. Vor allem alleine nur sowas zu machen, irgendeinen Titel anhand von verpixelten Bildern rechtzeitig zu erkennen. Obwohl ich Respekt geben muss, wer war das? Ich glaube Tom, der Klonoa so unfassbar früh erkannt hat, wo ich auch gedacht habe, holy shit. Da habe selbst ich mit meinen Gäste-Game-Momenten Respekt vorgehabt.
Ich glaube nicht, dass das Spiel ein besseres Spiel geworden wäre, wenn es die Herr der Ringe-Lizenz nicht gehabt hätte. Weil die Sache ist ja, nur deswegen war das ja überhaupt ein größeres Spiel mit einem größeren Budget. Also. Das heißt, wenn es nicht die Lizenz gehabt hätte und sie hätten einfach ohne Vorgaben irgendein Spiel mit dem Budget hätten machen sollen und es hätte dann eben auch so, oh, wir versuchen das groß aufzuziehen und so. Das kannst du halt unter den Arbeitsbedingungen mit der Teamgröße und eben auch dem fehlenden Erfahrungsschatz natürlich, weil das halt sehr viele Leute waren, die noch nie an solchen Titeln gearbeitet haben. So, wie willst du dann so ein Spiel direkt auf die Beine stellen? Das hätte, glaube ich, nichts daran geändert. So alleine natürlich die Arbeitsbedingungen sorgen einfach dafür, dass das nicht wirklich was wird. So hat sich auch davor gezeigt. So, was sind die letzten Titel, die bei Dedelic intern entwickelt wurden vorher? So. Das war jetzt nicht so eine verbuggte Scheiße oder so, aber so ein State of Mind war auch so ein maximalen 5 von 10 Spiel oder so. Von dem Silence-Ding habe ich auch nicht wirklich was Gutes gehört. Das habe ich tatsächlich nicht selber gespielt, aber. Blinde. Wo ist sie? Hier kamen einfach nochmal mehr Sachen hinzu, die dem Ganzen natürlich dann das Spiel gebrochen haben. Sie spricht nicht mehr mit uns. Vielleicht geht's noch anderswo rein. Das war doch, warte mal, ich hab das doch eben. Ich hab doch eben die eine Abkürzung gefunden. Kann ich. Oh oh. Oh oh. Hey, diesmal ist die Tür sogar auf. Cool. Oh, warte, ich kletter einfach in den Raum rein. Na, Jungs, bisschen abhängen. Warte, ich komm mal zu euch. Tschüss. Oh, nicht schon wieder. Vor allem, da kann ich einfach... Vor allem, was machst du dann in dem Nicht-Sterben-Run? Zählt der Checkpoint neu laden? Weil ansonsten bist du einfach gearscht. Sprich mit Smelly Melly. Ja, tückische Elbin. Aber was ist der Feind unseres Feindes? Unser Freund? Vielleicht. Aber lass uns gut sein, mein Lieber. Gut wie Fisch. Ich hab auch türkische Elbin zuerst verstanden. Ich wollte es nicht sagen. Blinde. Aber dann war ich wenigstens nicht der Einzige. Sie spricht nicht mehr mit uns. Vielleicht geht's anderswo rein. Oh, warte. Aber diesmal ist es wenigstens. Als müssten wir dich besser im Auge behalten. Wieder da. Sieht so aus, als müssten wir dich besser im Auge behalten. Ja, das kommt hervorragend drüber, ja. Oh. Oh, Krepper, ich lass dich demnächst mal die Werbetexte für die Integrationen schreiben. Ich sag dir einfach, worum es geht im Video und dann kannst du dir selber die Überleitung ausdenken. Ich muss das einfach so schamlos machen wie in dem Video, was wir da gesehen haben, mit den komischen Notebooks. Kann ich denn mit dir reden? Was ist mit deinem Nacken los? Hängt der? Klemmt der irgend? Wie der Kopf sich dreht? Wie so bei einer Katze. Aber es klemmt irgendwie ein bisschen.
So richtig gut ist das Tracking irgendwie auch nicht. Alter, wo soll ich hin? Wo soll ich lang? Warum muss es solche Szenen überhaupt gehen? Lass mich einfach durch. Komm, ich kann doch irgendwie da durch. Lass mich doch einfach da irgendwie durchklippen oder so. Alles klar. Let's go. Weiter geht's. Das ist doch einfach Satire, das Spiel. So kommen wir nicht rein. Das ist doch... Lass mich in Ruhe. Es ist doch einfach nur Satire, das Spiel. Das ist doch... Was zum Teufel? Oh, garstige Zauber. Tun den Ohren weh. Warum höre ich dich immer noch? Sie können nicht mit uns reden. Finde anderen Weg, sagen wir. Sei sehr nett und freundlich. Was ist das? Ich, wenn ich was vollkommen Normales sehe. Problem. Ja, jetzt komme ich nicht mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, hier kommt man rein. Oh mein Gott, es gibt tatsächlich einen Weg, hier reinzugehen. Okay, jetzt werde ich einfach. Oh. Ach, der Typ, natürlich, der mich wegteleportende Günther ist jetzt weg, natürlich, obwohl wegteleportierender Torben wäre, glaube ich, besser, das, natürlich, der ist jetzt weg, einfach reverse, Björn einfach das Problem reverse-engineert. Björn, wie bist du dahinter gekommen? Ja, also zuerst klippe ich einfach hier durch und dann gehe ich den ganz normalen Weg wieder zurück, um zu gucken, wie man es wirklich macht. Zuerst male ich den Kopf. Und dann radiere ich die Details weg und dann habe ich den Kreis. Das ist Kunst. Das ist einfach das Kunst. Das ist einfach... Das Game ist Art. So, ab ins Smithsonian damit. Oh, du schon wieder. Tut mir leid. Ich habe keinen Fisch mehr für dich. Nette, freundliche Elben lassen Smeargle durch ihre schönen Hallen laufen. Und warum kann die Blinde nicht frei rumlaufen wie wir, fragen wir uns. Ja, armes Mädchen. Sie gehörte zu Gwendils Kreis. Dem Rätselmeister? Unser Brillant. Der Rätselmeister? Der Riddler? Die Briten versuchten, unser Reich mit Zaubern zu schützen, aber der Düsterwald verschlang sie alle. Mel war die Einzige, die zurückkehrte. Geblendet und verwirrt, aber am Leben. Speedrun-Scrats, ja. Hatte, sie wusste es nicht oder wollte es nicht sagen, aber sie gab sich die Schuld. Der König selbst band sie an die Höhle, mit einem Zauber, um die Dunkelheit zu versiegeln. Vielleicht kannst du ihr das Essen bringen. Die Kinder stehlen ihr ständig das Obst. Nimm, was du willst, stell es auf den Tisch an ihrem Fenster, aber sprich nicht mit ihr. Alter, es gibt tatsächlich 4 Leute, die bei speedrun.com eingetragen sind. Irgendjemand hat das in 2,5 Stunden durchgespielt auf dem PC. Any% und dann gibt's noch All Collect, aber All... Siehst du, ich mach das nächste Mal einfach All Collectibles. Ich hole einfach in einem Stream alle Collectibles und boom, baby, bin ich Weltranglistenführer in Gollum Speedrun. Genau wie bei Mr. Bean. Easy. Ja, es ist nicht der beste Wein. Bring ihr bitte nicht zu viel davon. Okay, bring Smelly Essen. Komm einfach wieder, wenn du... Einfach nur ein bisschen Wein. Was ist das für eine Gesellschaft, Leute? Komm, das kriegen wir doch noch. Ich hab's einfach echt gerade eben aus Versehen First Try gemacht. Das ist doch 100% reproduzierbar.
bin, glaube ich, nur perfekt irgendwie hinter den Typen gefallen. Komm schon. Sorry, Leute, ich krieg's, glaube ich, nicht mehr hin. Das ist BLJ. Ja, so ein bisschen. Ich glaube, ich bin wirklich perfekt hinter diesen Typen gesprungen, dass ich da hängen und durchgeklippt bin. Okay. Ich dachte, ich würde es nochmal schaffen. Aber nee. Die ist noch nicht so safe, die Strategie für den Speedrun. Ach, ich muss das überhaupt gar nicht da lang bringen. Fällt mir jetzt gerade auf. Lol. Komm schon, Ollum, geh da. Alter, jetzt geh doch einfach hoch. Mit deinen schmächtigen Armen. Blinde Elbin, Smeargol hat Essen für dich. Gibt's ein Donation Goal für Speedrun? Sie hat vielleicht keinen Hunger. Gutes Essen, ja. Und Neuigkeiten. 2000 Euro. Den Rätselmeister, den sie für tot hielten, wenn ich mir einen neuen PC kaufen kann, dann machen wir einen Speedrun. Nein, das will sie nicht, oder? Dann mache ich All Collectible Speedrun für den ersten Ranglistenplatz. Vorher ist mir das nicht wert. Das ist mir alles nicht wert. Alles im Leben. Sollten wir das aktuelle Spendengoal nicht vollkriegen? Ja, ich meine, das ist kein... Das ist für Dino Crisis. Das ist nicht für Gollum. Das ist nicht für Speedrun. Kann ich jetzt nicht so mit ihr hier sprechen? Ich dachte aber, die wäre das hier. Du bist doch hier. Jetzt komm doch... Alter, muss ich erst hier durchklippen? Oh, ich habe genug Determination, da durchzukommen. Okay, keine Ahnung. Vor allem teilweise läuft er an diesen Wänden einfach nicht hoch. Weil du musst halt mit einem Sprint da dran gehen und teilweise macht das einfach nicht. Ist das schlimmer? Ja. Definitiv. Die ganze andere Scheiße ist halt auch früher vorbei. Alter, ich stream das doch jetzt schon insgesamt locker über 10 Stunden. Ich häng doch jetzt ins... Das ist der 5. Stream oder so, den ich hier mache. Nochmal? Ich hab das doch eben gesagt. Wer hat Gwendol gesehen? I don't care anymore. Wir wollen nicht sagen, die netten Elben wollten uns ihre Namen nicht sagen. Nein, nicht uns. Aber wir hören sie flüstern. Der Rätselmeister wurde gesehen, ja. Draußen in den Wäldern. Jenseits des Der Brutzelmeister. Wenn man den Elben trauen kann. Jenseits. Wenn wir Brot Maxi fällt, fängt die Stimmung an. Die Elben haben's gesagt. Alter, mein Kopf ist einfach durch. Und wenn es einen Weg gäbe, durch den Nebel, was würdest du tun? Oh, wenn wir es könnten, Schatz. Gute Frage. Wenn es einen Weg gäbe, ja, dann könnten wir ihr helfen, ihren Freund, den Rätselmeister, zu finden. Danke für den Wein. Thank you. Kagamichi, vielen Dank. Vielen Dank für die beiden Geschenk-Abos. Vielen Dank. Oh.
Ich meine, Garfield habe ich halt auch nicht durch, aber ich glaube, Garfield wär einfacher noch durchzuspielen. Garfield war einfach nur langweilig. Garfield war nach einer Weile hauptsächlich dann eben langweilig, weil nicht mehr großartig was passiert ist. So, das hatte natürlich dann die ganzen Tage, so fühlt sich das gerade an. Was macht ihr da? Das hatte natürlich auch seine ganzen nervigen Probleme und alles, aber da wäre ich, glaube ich, wesentlich schneller durchgekommen. Da haben auch nur noch so 2-3 Welten oder so gefehlt. Das wäre in einem zweiten Stream durch gewesen. Aber das ist ja normalerweise nicht das Ziel. Aber bei Gollum ist halt was Spezielles. Das ist deutsches Kulturgut, das wird auch gewürdigt. Nimm etwas für Mel mit, wenn du schon mal da bist. Nochmal mit der sprechen, das dritte Mal. Mel? Nenn ihn doch einfach Melbin. Ich rieche keinen Wein. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich habe heute auch was für dich. Das Schneckenhaus auf dem Tisch. Steck es in den Mund. Das Schneckenhaus? Was? Warum? Was? Nimm ihn in den Mund? Du hast die fehlende Glocke immer noch nicht gefunden, oder? Smirgol hat's versucht. Keine silberne Glocke. Nirgends. Hast du in den Gemächern des Königs gesucht, wie ich es dir gesagt habe? Ach, zu viele Augen. Grausame, glänzende Augen. Sie schlafen nie. Gut für sie. Nimm die Muschel. Keine Sorge. Da ist nur Wasser drin. Die silberne Glocke. Bricht sie den Fluch, der sie im Dunkeln hält? Du musst immer dreimal fragen, ja? Ein Brauch deines Stammes, des Plappervolks. Wir sind kein Plappervolk. Es fehlt eine Glocke an der Tür. Setz sie wieder ein und der Zauber ist gebrochen. Und dann ist sie frei? Du hilfst mir, ich helfe dir. Wie versprochen. Warum muss Smirgol trinken? Sie haben dich vor mir gewarnt, nicht wahr? Ich muss wissen, dass du mir vertraust. Trink. Es ist nur Wasser. Aus der Muschel trinken, okay. Gibt's was Neues über ihn? Der Rätselmeister. Nur Gerüchte, flüchtige Worte. Ist das schlimmer als dieses Batman-Spiel? Boah. Gut gemacht. Das Wasser verbindet uns jetzt. Das musste ich halt nicht durchspielen. Aber auch da ist es, glaube ich, so. Ja, ich weiß halt, der Frust bei sowas ist dann teilweise anders. Es ist nur Wasser. Aber es ist hier nochmal so anstrengend, weil es auf die gleiche Art und Weise frustig bleibt. Warte dort und lausch nach meiner Stimme. Ihre Stimme? Hallo, Smeagol. Er riecht in letzter Zeit nach Rosen. Ist dir das aufgefallen? Und er sieht doch sauber aus. Er riecht in letzter Zeit nach Hosen. Jetzt kann ich gar nicht mehr durchklippen, weil die Wache nicht mehr da ist. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Lausche Melbins Stimme am Teich mit dem Steinbaum. Der Teich, das war doch weiter oben, oder? War das nicht weiter oben? War das nicht... Oh mein Gott. Aber warum ist er... Ist hier irgendwie alles zu? Nee, hier kann ich lang gehen. Oh, meine Fresse. Ich will wieder in diese komische Mine rein, weißt du? Nimm dich vor ihr in Acht. Von mir aus, pack mich wieder in die Minen rein. Komm, lass nochmal ein bisschen Auto fahren zur Abwechslung. Wie viel habe ich denn noch vor mir? Gollum, full Game. Warte mal, das war die Spinne. Das ist der Teil. Zum Teich, sagt sie. Lausch nach meiner Stimme. Das ist ja, ich guck gerade beim Full Game Walkthrough und alles, was ich habe jetzt irgendwie, wie lange das Ding gerade wieder gespielt? So 2 Stunden und ich habe in den 2 Stunden eine Stunde geschafft. Ich habe einfach in 2 Stunden eine Stunde geschafft und es sind immer noch 3 Stunden übrig. Also wahrscheinlich muss ich noch mindestens 6 Stunden oder so streamen, um das Ding durchzukriegen.
Vernachlässigt Odir immer noch sein Bogenschießen? Es ist nicht fair. Das ist alles, was ihn interessiert. Es ist einfach nicht fair. Ich meine, zumindest sind vom Ende, so die letzten 15 Minuten sind halt Cutscenes und sowas alles. Aber ich glaube, es ist locker nochmal 5 Stunden oder so. Mehr oder weniger, je nachdem, wie oft ich durch den Boden klippe. Vielleicht führt noch ein anderer Weg in die Gemächer des Königs. Heimlich, heimlich. Hier oben gibt es Elben. Alles, was sie hören, ist ein Genuschel. Jetzt hört zu. Hoch über dem Wasserfall der Königin ist eine Höhle mit Hunderten von Lichtern. Wir nennen sie die glitzernde Grotte. Kannst du sie sehen? Die Königin träumte einst von einem Fluss voller Sterne, der den Wasserfall mit ihren Gemächern verbindet. Sie hat es nicht mehr erlebt. Die Grotte führt aber immer noch direkt vor die Tür des Königs. Aber die Elben lassen uns nicht dort hoch. So viele Regeln. Aber scheren wir uns um Regeln? Ich werde dort mit dir im Wasser sein. Ja, mit uns selbst. Okay, Speedrun-Modus an, Leute. Wenn jemand das ganze Spiel in 2,5 Stunden durchspielen kann, dann kann ich doch wenigstens in unter 5 Stunden den Rest hier davon machen. Alter, ich habe von Anfang an keine Ahnung, was die Story ist. Mal gehe ich einen Vogel holen, mal muss ich irgendeine Prinzessin mich anschleichen, dann gehe ich irgendwie Jontron aus der Höhle helfen, dann werde ich von einer Spinne verfolgt, dann bin ich bei irgendwelchen blinden Elfen, dann fahre ich auf einem Wagen lang, bin 3 Tage in Knechtschaft Arbeit, Gandalf ist auch mal ab und zu da und schaut vorbei, wie es mir geht. So, ich habe keine Ahnung. Bitte noch mehr Leute durcheinander reden, danke. Der König ist gerade nicht daheim. Das ist unsere Chance, die Glocke zu finden. Aber Mitte der Erde ist auch unser Heim. Manchmal bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich bin halt auch null in Herr der Ringe oder so drin, so keine Ahnung, aber wenn du alles gelesen hast, dann bist du so, ja natürlich, das ist, währenddessen passiert das und das gerade. Whee! Dieser Plan gefällt uns nicht, oder? Oh, was, wenn die Elben recht haben? Was, wenn sie böse ist? Aber was für sie böse ist, kann für uns gut sein. So, wo geht's hoch? Hier geht's lang. Hier hoch, geradeaus. Ah, fuck! Den habe ich nicht gesehen. Ansonsten wäre mein Plan aufgegangen. Vati wird ja Video fahren, ja. Gollum, the whole story. Warum hängt das Spiel gerade? Okay, gut. Was soll das heißen? Immer noch. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol findet es. 500 Chapter später. Warte, kann ich einfach an dem so dran vorbeischleichen, ohne dass er mich sieht? Da oben ist ein roter Mann. Ich grapsche ihn von hinten an. Na, kann ich dich greifen? Okay, kein Problem, Leute. Warte. Ah, Scheiße! Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns. Ich dachte, die könnten mich. Warum siehst du mich jetzt hier? Smirgol findet es. Wir schwören.
schwören. What the fuck, Bro? Wo ist er? Wo ist er? So, gibt's hier irgendwas, wo ich den weglocken kann? Verflucht. Kann ich dem hier irgendwie so... Hier ist nichts. Weg. Hervorragend. Mega. Ah, da ist ja auch einer. Da bist du ja. Smeargol, halt! Smeargol! Wir werden dich ohnehin finden. Niemals. Ja, boy! Get fucked! Taktik ist für Lutscher. Oh. Warum schleichen, wenn man einfach durchrennen kann? Warte mal, da kann ich lang. Warum kann ich da nicht sprengen? Let me jump! Dann lass mich doch einfach da hochspringen! Ich bin hier gefangen. Ah, hier komme ich raus. Da kann ich klettern. Was? Sie will, dass wir ihre Glocken läuten? Ich habe einfach mal gerade ein paar meiner Gedanken zum Spiel zusammengefasst. Ich hoffe, das war so nachvollziehbar. Sie soll aus unserem Kopf verschwinden. Sie tut uns weh. Ach, hör auf. Ich tue dir gleich weh. Sei nicht immer so schwach. Die Blinde. Ich finde, das ist einfach nur Selbstverteidigung. Sei nett, mein Lieber. Nur für ein Weilchen. Wir haben einen Plan. Wenigstens hat die hier keine glühenden Augen. Sie fesselt uns nicht mit Seilen, die uns die Füße verbrennen. Okay. Bin ich jetzt hier oben? Fallen lassen. I just gotta believe. Einfach den Parappa machen. I just gotta believe. Da wären wir. Don't know if a rapper, I think we might have to kill this one. Sieh dir das Wasser an, Schatz. Alles funktioniert wie es soll. Ja, das ist einfach nur, das ist der Tiefgang dieses Spiels. Finde einen Weg zu den Königsgemächern. Okay. Ja! Alter, was ist denn das für ein Bullshit? Guckt euch das an! Ich habe die Glocken geläutet und jetzt reicht das bis ins Wasser auf einmal. Jetzt kannst du auf einmal hier lang. Vorher ging's nicht. Da oben eigentlich irgendwas? So, was zum... Es ist so weird. Es ist so seltsam. Was ist dieses Spiel? What the fuck is going on? Ich hab nicht mal eine Ahnung, wo ich genau bin hier. Also beziehungsweise, so muss ich hier lang? Ich glaube, maybe I don't know. Ich meine, vorher konnte ich hier nicht lang, aber ich glaube, es ist korrekt. Wir wollen sie weghaben.
Ich hab einfach nur A gedrückt. Ich hab einfach, wie immer, zum Hochklettern einfach nur A gedrückt. Das Spiel ist einfach unter sich selbst zusammengebrochen. Stell dir vor, du bist hierhin gekommen, versuchst den Erfolg zu machen, ohne ein einziges Mal zu sterben, das Spiel zu machen. Und auf einmal ist das Spiel einfach so, nein, I simply refuse to work. Was heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Jetzt machen wir nochmal Speedrun Scrap, Baby. Let's go! Okay. Entschuldigung, dass ich zu viel verlangt habe. Entschuldigung, dass ich gedacht hätte, die Mechaniken würden funktionieren, anstatt unter meiner normalen Benutzung zu krepieren. Dieses, was soll das heißen, braucht einen Alert. Alter, das hat... Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Oh, ja, es ist auch jedes Mal, wenn ich nachts träume. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol findet es. Nein, warte. Oh. Alter, wirklich, wirklich Respekt an alle, die sich durch dieses Spiel für Content gequält haben. Also ich glaube, die wenigsten, die Videos zu diesem Spiel gemacht haben, haben es wirklich durchgespielt. Aber falls doch, Respekt. So, du musst für ein Video dazu, muss man sich definitiv nicht durchquälen, um was Interessantes dazu zu machen. Wir wollen ihre Hilfe nicht. Wir wollen sie weghaben. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Dieser kleine Dreckskerl wieder versucht hat, einfach in der Luft für nichts und wieder nichts nach rechts umzudrehen? Fucking Clownschuh-Moment, was soll das? Gut. Gwendels Gemach müsste jetzt direkt vor dir sein. Du bräuchtest echt, wenn sowas passiert, bräuchtest du dieses Game Over Sound aus Sunshine. Gefunden? Gut gemacht. Aber öffne sie noch nicht. Warum nicht? Freundliche Tür. Deine Mutter ist eine freundliche Tür. Eine freundliche Tür, mein Schatz. Eine freundliche Tür tut unwillkommenen Gästen nicht weh. Eine unfreundliche Tür ist nicht so einladend. Die Tür kann uns wehtun? Neben der Tür müsste eine Kerze stehen. Puste sie aus. Oh Gott. Pusten. Die Kerze ist schon aus. Ich kann es wieder versuchen, mit meinem Hintern auszumachen. Eine von Gwendels Albernheit. Ist die Tür jetzt freundlich? Nur ein Weg, das herauszufinden. Wir sind drin. Mel.
Zeit. Und da ist ein Zettel. Was steht drauf? Lüge. Kann ihn nicht lesen. Lieber einfach, wie der Button nie von der nicht ausgewählten Option verschwindet. Vielleicht ein Beweis, dass er noch lebt. Oder nur eine sehr alte Notiz. Ich mache natürlich. Alter, ich quäl mich doch nicht durch dieses ganze Scheißspiel, ohne ein Video nachher dazu zu machen. So, natürlich wird das Ad Revenue nicht meinen seelischen Schaden irgendwie ausgleichen können. Aber ein bisschen was zurückzuholen versuche ich trotzdem. Ich habe auch mal hier wieder so absolut keine Ahnung, wo es irgendwie lang gehen soll. Und was das für ein Level-Design wieder ist. So in der Kammer des Rätselmeisters. Das größte Rätsel ist, wo ich irgendwie hier hin soll, was ich tue. Ist das der Rätselmeister? Die Skulptur? Ja, das ist sein Ebenbild. Mehr oder weniger. Er hat sie nie ganz fertiggestellt. Alter, das ist einfach Final Destination Shit. Also das Spiel schafft es, dich wirklich irgendwie mit einer Zahnbürste umzubringen oder so. So, du kannst ja gar nichts irgendwie machen, weil theoretisch immer wieder sich da gerade dazu entschieden wird, dich irgendwo runterfallen zu lassen. Was meint er damit, Mann? Wir sind drin. Oh, es ist weg. Okay. Wasser hier. Oben. Okay, wir versuchen mal irgendwie ein... Vor allem, was ist das eigentlich für so ein fucking MC Escher-Gebäude hier? The fuck is this shit? Was für ein Architekt hat das zu verantworten? Garstig. Kratziges kleines Wort. Wie leicht es dir von der Zunge geht. Ich kann dich herumführen, wenn du willst. Von mir aus. Es ist seltsam hier drin. Hab keine Angst. Lass dich von mir führen. Such nach einer großen Muschel aus dem Fluss. Sie muss irgendwo inmitten von Gwendels Chaos sein. Oh, Muschel? Wie soll eine Muschel helfen, zum König zu kommen? Die Muschel nicht. Aber das, was darin ist. Was ist in einer Muschel? Luft. Die Elbin verspottet uns. Finde sie. Dann zeige ich es dir. Der Rätselmeister war Melts Freund? Mein einziger. Gemeinsam haben wir neue Zauber erfunden. Wie den Nebel? Ja, wie den Nebel. Luft und Wasser vereinen. Das war unser gemeinsamer Traum. Eines Tages würde ich den Fluss hinunter bis zum Meer treiben und er würde im Nebel. Ich will gerade den Fluss hinunter bis zum Meer treiben. Was geschah? I wish I was a dinosaur. Because they're strong. No, because they're dead. So, in solchen Momenten merkst du einfach immer wieder, dass das von einem Studio ist, was vorher Point-and-Click-Adventure-Spiele gemacht hat. Das ist immer noch, und zwar kein gutes Point-and-Click-Design. Das ist immer noch drin enthalten hier.
Such nach der Muschel des Rätselmeisters. Alter, lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch einfach... Umdrehen? Dreh das Bild um. Das wird dir gefallen. Dreh es einfach um. Ja, dreh es einfach um. Los, umdrehen. Hast du über dem Eingang gesucht? Los, dreh das Scheißbild um. Boah, crazy. Nein, wir wollen sie weghaben. Mies Muschel. Oh, wo ist die Option Hals umdrehen? Du bist wahrscheinlich der Erste, der seit 3 Jahren hier ist. Oder vielleicht auch nicht. Fußspuren, ja, schwer zu sehen. Aber Smeargolds Augen sind scharf. Vielleicht ein Beweis, dass er noch lebt. Oder einfach alte Fußabdrücke. Vielleicht ein Beweis, dass er noch klebt. Ich erinnere mich. Okay. Ah! Oh Gott sei Dank. Alter, spring doch! Was ist passiert? Du alter Knusperfalten, jetzt. Du kannst doch, wenn ich den scheiß A-Button drücke, kannst du doch einfach mal deine stinkigen Füße benutzen. Oh! Was meint er damit, mein Schatz? Wir sind drin. Mel? Es ist weg. Kein Wasser. Alter, als ob ich versuchen würde, eine Karrierebahn alleine mit meinen Gedanken zu steuern. Oh. Ich will mich einfach nur da hochziehen. Ich will mich einfach nur da hochziehen. Mein Schatz, wir sind drin. Jetzt kann ich diesen anderen Scheiß nochmal machen. Zieh dich einfach da hoch. Same. Oh Gott. Jetzt muss ich, erstmal wieder hier hingehen. Jetzt muss ich erstmal wieder die Cutscene überspringen. Alles drücken. Und alles überspringen. Und dann können wir noch nach der Muschel suchen. Und jetzt gehe ich wieder da hoch. Gucken wir mal, ob ich da hoch kann. Oh, gehen wir hier rein. Nochmal nach dem Weihnachten suchen. Nein, das ist ja eh nichts. Hier nochmal. Oh, nicht dran festhalten. Warum? Because fuck you, I guess. Warum sollte ich mich daran festhalten sollen? Das ist doch kein... Jetzt muss ich nochmal versuchen, da hochzuspringen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will irgendwas anderes machen. Nein! Oh Gott sei Dank. Oh, nein! Nein! Ey, ich hab keine Ahnung, wie schwer das ist. Und jetzt springt dieses Gürteltier auch nicht mal ab. Wo ist dein Scheißproblem? Du fucking Gießkanne, spring endlich! Oh mein Gott! Hier gibt's keine Muscheln. Hast du über dem Eingang gesucht? Bewegt sich nicht, doch ist nicht tot. Trinkt nur Wasser, isst kein Brot. Hat einen Helm, der Kopf hat's kein. Oh. German Streamer found dead. Muschel. Jetzt muss die Elbin uns sagen, wofür sie gut ist. Fuck off. Fuck off einfach, ohne Scheiß. Wenn ich jetzt wieder da hoch muss, wenn ich jetzt wieder nochmal den ganzen Scheiß machen muss. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Aber wir haben's ihm gesagt. So. Ja, mach doch mit. Wir haben die Muschel. Was nun? Kümmere dich
Kletter hin. Kill yourself. Die glitzernde Grotte. Dann kann ich es dir zeigen. Kill yourself. You gotta kill yourself. So, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Bei Ollum, beim Ollum Gollum. Vielleicht hier, doch, oder? Ist hier in den Gemächern oder bin ich da noch nicht? Doch, da war ich jetzt. Das heißt, hier die ganzen Sequenzen und jetzt wieder raus. Alter, ich bin bei... Ich guck zwischendurch mal bei diesem Full Game Walk. Ich bin jetzt bei 5 Stunden 22 von einem 8 Stunden 16 Playthrough. Dass er am Leben ist. Der König redet nicht mit uns. Du würdest mich doch nicht anlügen. Das sind... Wir haben... Ich bin nicht mal bei 2 Dritteln. Wo muss ich jetzt wieder hier hoch? Kann ich hier hoch? Geht das? Wahrscheinlich wieder muss ich irgendeine andere Sequenz machen und dann wird da auf einmal irgendwas hochgefahren, mit dem ich das machen kann. Oh. Ja, kann ich hier? Okay, hier kann ich lang. Nette Elben verurteilen uns, tun uns weh, beschimpfen uns. Aber vor allem, ich denke auch jedes Mal so, Alter, das sind doch jetzt mindestens, so, es fühlt sich einfach wirklich wie Tage an, die ich hier verbringe. Du kannst seinen Namen sagen. So, es sind dann vielleicht so zwei, drei Stunden vergangen, die ich es gespielt habe. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, so, ich könnte das gar nicht in einem Stream machen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das aushalte. Und ich denke jedes Mal, hahaha, oh, guck mal, ist das nicht lustig? Also das hat mich echt gebrochen. Also das kann ich ganz offiziell sagen. Ich weiß nicht, ob ich jemals so Probleme mit einem Spiel hatte, das einfach durchzuspielen. Einfach nur ans Ende zu kommen. So, wie gesagt, das Skull Island-Ding, auch ein Drecksspiel. Aber das durchzuspielen ist weniger ein Problem. Na, habe ich jetzt recht gehabt? Hat sich jetzt einfach magisch hier auf einmal eine weitere... Es ist so ein Bullshit! Es ist so ein Bullshit. Jetzt hat sich magisch einfach, hast du eine Linie, wurde noch hier hinzugefügt. Ein kaltes, unfreundliches Bro, come on. Dort haben wir den Nebelgürtel. Also da kommt man sich doch einfach verarscht vor. Also du siehst, du guckst das an und denkst, ja, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas machen und dann wird da einfach ein Levelabschnitt hinzugefügt. Und ich verlor mein Augenlicht. Alter, ich verliere gleich mich selbst. Das wäre auf jeden Fall Torment. Einfach bis in die ganze, in alle Ewigkeit. Du musst halt immer und immer wieder dieses Spiel durchspielen. Woher weiß sie von Dergol? Ich habe das eine oder andere mitbekommen, als der Zauberer dich befragte. Und du verlierst jedes Mal dein Wissen über dieses Spiel, sodass du immer wieder von neu auf alle Probleme stößt. Aber dein Schmerz bleibt. So deine Erinnerung an den Schmerz bleiben, aber du kannst dich einfach nicht an einfach Dinge aus dem Spiel erinnern, wie du sie überwältigen musst. Unser einziger Freund. Du weißt einfach nur noch, oh Gott. Oh Gott. Das tut mir leid. Und diese Lücke? Ja, ich kann sie öffnen. Ja? Aber ich werde deine Augen brauchen.
Smeargol hat gute, scharfe Augen. Arme Elfin, immer allein im Dunkeln, aber Smeargol kümmert sich. Das ist lieb von dir und ich werde dir dafür danken. Alter, Bro. Gott, ist das knapp. Holy moly. Alter, echt, warum ist denn dieses Spiel auch noch so lang einfach? Wir sind da. Gut gemacht. Jetzt nimm Gwendels Muschel und leg sie unter deine Zunge. Das hat auch niemand, hat das für irgendeinen... So, I refuse to believe. Also man muss das auch nicht machen, um dem Spiel eine schlechte Bewertung reinzudrücken auf Metacritic oder so. Nie im Leben hat das irgendein Reviewer durchgespielt. Nie im Leben. Also zumindest für irgendeine professionelle Publikation. Das tut sich niemand an. Also niemand aus der Industrie wird gut genug bezahlt, das durchzuspielen. Das können sich nur irgendwelche größeren YouTuber oder so leisten. Du kennst also das alte Fischlied. Nie durstig, stets trinkt es. Trägt Panzer, nie klingt es. Das habe ich schon ewig nicht gehört. Wendels Zauber muss inzwischen abgeklungen sein. Hier geht's nicht rein. Wo komme ich hier denn hoch? Wo geht es hier denn lang? Wo fange ich da denn an? Ich habe einfach das Gefühl, jedes Mal so, oh, ich muss doch einfach nur dem ganz normalen, logischen Pfad folgen oder so. Und jedes Mal aufs Neue fällt mir immer wieder auf, dass dieses Spiel das einfach partout nicht hinbekommt. So, ohne Scheiß, das Ding kannst du, glaube ich, in irgendwelchen Game Design Courses einfach nur so zeigen, um zu sagen, nee, Leute. So. Alles nur nicht so. Also, das ist wirklich so mit das unintuitivste. Also, da habe ich 90er, frühe 2000er PC-Titel gespielt, die hatten weniger verwirrendes Level-Design. Fuck. Okay. Ach, da oben. Nee, so macht man kein Spiel, so macht man höchstens Foltermethoden. Oh Gott, ich dachte, ich war so kurz davor, mich komplett fallen zu lassen, bis ich dann gemerkt habe, denn das war der Punkt, wo ich vorhin unten schon war. Boah, ich weiß, und vor allem, ich weiß ganz genau, es gibt wieder irgendwelche Geschmacksverirrten, die dann auf das Spiel irgendwie so, ah, it's not that bad. Das ist echt das deutsche Sonic 06. Ich glaube, das beschreibt's am besten. Kann ich die da Harfe spielen? Dünn, 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 dünn
Rauf, rauf. Ich hab von Markus gerade eine Idee für eine Thumbnail-Vorlage bekommen. Für ein zukünftiges Video. Und das ist einfach. Das ist großartig. Das ist wirklich absolut 10 von 10, die Thumbnail. Oh, das ist großartig. Da ist das Video fast schon egal. Okay, hier hoch. Sorry, ich wollte versuchen, mich da irgendwie hochzuziehen. Entschuldigung, dass das scheinbar nicht geht. Entschuldigung, dass das zu viel verlangt ist. Okay. Vor allem... Okay, umdrehen. Okay, wo soll ich denn... Vor allem, ich weiß nicht mal wirklich, wo ich zu 100% dran soll. Ich glaube an die große Säule da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie gucken, dass ich an der richtigen Position bin. Das ist natürlich leider, das ist sehr gut rauszukriegen, so mit der Kamera. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn du nicht gleich anfängst, in Rage zu schreien. Okay, alles klar. Meine Fresse, meine Güte. Ich werde nie wieder schlecht über die Sprungpassagen von Uncharted reden. Oh, weißt du, lieber irgendwas Chilliges mit ein bisschen, einfach mit Flow drin. Okay, mal nach Zahlen klettern, das passt schon. Es ist vollkommen okay. Alles nur nicht das. Alles nur nicht das. Aber wir haben's ihm gesagt. Oh mein Gott, ich bin wenigstens hier. Wir schwören. What? Warum hat das sich jetzt... What the fuck? Was war das? Genau wie die an ihrer Tür. Was soll das heißen? Ich befreie die Elbin und krieg sie raus. Raus aus unserem Kopf. Erst müssen wir hier rauskommen. Gefunden. Siehst du? Ich wusste es. Du bist wie Beren, der den Stein aus der Krone des Feindes stahl. Nur bin ich nicht Luthien und Beren hatte eine schöne Stimme. Komm zurück zu mir. Was ist los? Ich weiß es nicht. Ich kenne euch gut genug, um das zu bezweifeln. Mein König, ihr hättet keine Zweifel, wenn ihr mich so gut kennen würdet. Wein? Nein, danke. Was sollen wir tun? Alter, wie bin ich denn immer noch in Kapitel 7? Wie bin ich denn immer noch in Kapitel 7? Das kann doch nicht sein. Wie kann ich so langsam nur den Progress immer machen? Ich verstehe es nicht. Ich mag nicht mehr. Ich kann das nicht mehr alles. Das alles nicht mehr. Oh, es
gibt Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9, Chapter... Es gibt wirklich... Es gibt einfach 10 fucking Dinger. Es sind noch 3 danach. Ich bin ja geil, was sollen wir tun? Explodieren. Bitte. Bitte, einfach, einfach explodieren. Ich wäre dafür, wenn du einfach explodierst. Ich muss es wissen. Finde einen Weg aus den Kammern, so wäre jetzt einfach hier lang. Oh, wieder so ein Ding. Wieder so ein Ding. Oh, ich kann jetzt nicht mal irgendwie da dran vorbeicheaten. Was sollen wir tun? Was soll das heißen? Wir können jetzt offen reden. Keine Ausfahrt. Oh, Ziel, finde einen Weg aus der Hölle. Und ich sage euch, dass ich euch nicht sagen kann, was ich nicht weiß. Ich kann ja nicht sagen, was ich weiß. Nein, eine Tatsache. Dreh dich um, du hohle Bohne, los! Oh doch, ihr müsst mir einfach vertrauen. Vielleicht würde ich das, wenn ihr nicht so vage wärt. Ihr müsst mir einfach edel trauen. Aragorn, der größte Jäger von allen, wie man sagt, um ein Geschöpf zu fangen, was am ehesten als seltsam zu bezeichnen wäre. Geh einfach hier lang. Oh, das ist ja noch so ein Dieter gewesen. Klar? Smeargol, klar? Nein, danke. Oh, jetzt muss man anfangen. Ich kann mich noch nicht bewegen, Leute. Ich kann mich noch nicht bewegen. Verstecken, bis sie gehen. Wir können jetzt offen reden. Keine Ausflüchte mehr. Ich muss es wissen. Und ich sage euch, dass ich euch nicht sagen kann, was ich nicht weiß. Hm. Lass mich in Ruhe, gehst du wohl weg. Nein, eine Tatsache. Habt ihr das gehört? Oh, ich habe jetzt keine Lust, dass ich mich da auch noch so langsam jedes Mal nach vorne drücken muss, die ganze Zeit. Wir können jetzt offen reden. Keine Ausflüchte mehr. I am not made for this. Dreh dich um, bitte. Bitte dreh dich um. Was ich nicht weiß. Bitte dreh ich einfach um! Nein, eine Tatsache. Oh. Dann würde es euch nichts ausmachen, wenn ich dieses Wesen im Fluss ertränke? Hm. Oh doch. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Vielleicht würde ich das, wenn ihr nicht so vage wärt. Aragorn. Oh, jetzt muss ich auf den Günni hier auch noch aufpassen. Reist 1000 Meilen. Um ein Geschöpf zu fangen, das am ehesten als seltsam zu bezeichnen wäre. Ein Geschöpf, das der dunkle. Wie komme ich denn an dir vorbei jetzt? Und gefoltert hat. Ha, tut nicht so überrascht, mein Freund. Ich habe sein Verlangen in ihm gespürt. Seine Besessenheit. Und jetzt ist dann einfach so, okay, wenn du an diesem Punkt bist, dann entscheidet sich die Wache auf einmal woanders lang zu gehen. Ich frage mich, warum. Of course. Ja, sorry. Wie soll ich das denn wissen? Wie soll ich das denn wissen, dass der Typ da auf einmal stehen bleibt und sich dann sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und das hättest du wissen müssen, um an mir rechts vorbeizugehen. Weil ansonsten ist jetzt einfach gay over. Ja, natürlich ist mein Gehirn Matsche. Natürlich ist es das. Natürlich mache ich mich einfach kaputt. Verstecken, bis sie gehen. Oh, jetzt das Ganze nochmal. Das ist die unendliche Qual. Komm, mach weiter. Dreh dich um, du dumme Nuss. Nein, eine Tatsache. Du, Peter. Dann würde es euch nicht so was ist das? Fußboden? Was ist das für ein Geräusch? Oh doch. Fußboden? Ihr müsst mir einfach vertrauen. Vielleicht würde ich das, wenn ihr nicht so vage wärt. Aragorn, der größte Jäger von allen. Der größte Jäger von allen. Meilen, um ein Geschöpf zu fangen, das am ehesten Aragorn. Seltsam zu bezeichnen wäre. So, jetzt geht der Dieter wieder weg hier. Dass der dunkle Herrscher selbst. Alles klar. Treppenkasper. Ja, aber nicht immer. Dreht's nochmal kurz um. Nochmal kurz so. Ach, voll genatzt gedacht. Ich habe sein Verlangen in ihm gespürt. Jetzt gehe ich einfach dieser Turnschuh-Tulpe hinterher. Und sobald er da stehen bleibt, dann ziehe ich an ihm vorbei. Oh, zack, ausgetrickst. Ich frage mich, warum.
Welches Geheimnis? Da könnt ihr nicht hier durch die Tür irgendwie gehen? Welches Wissen? Jetzt muss ich euch nochmal folgen? Träume. Warum geht ihr im Kreis? Einer Waffe, nach der der dunkle Herr. Oh Gott, vor allem, ich weiß auch nicht, ob ich da geradeaus lang gehen kann. Ja, aber so, ja, genau, sobald ich normal gehe. Sagt mir, dass ich recht habe. Diesmal nicht, mein Freund. Warum gehen die im Kreis? Wofür? Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Nein, danke. Ich weiß, warum die im Kreis gehen. Ich weiß es ganz genau. Um mich zu ärgern. Um mir einfach nur auf die Nüsse zu gehen. Das ist der einzige Grund. Ansonsten gibt es literally keinen Grund dafür. Ich sage euch, dass ich euch nicht sagen kann, was ich nicht weiß. Noch eine Ausrede. Nein, eine Tatsache. Dann wird es euch nichts ausmachen, wenn ich dieses Wesen im Fluss ertränke. Oh doch. Kommt, dreh dich um, alles klar. Kann ich hier weitergehen? Weil ich bis der Typ sich umdreht. Aber jetzt muss er sich nochmal zu mir drehen. Das ist der, wenn ich ankomme, ist er so, hä, was? Und vor allem, so wie der gleich steht, sollte er mich eigentlich auch so oder so sehen. Aber, weil ansonsten wäre das Spiel ja unmöglich zu schaffen, also sieht er mich nicht. Der dunkle Herrscher selbst berührt und gefoltert hat. Geh einfach weiter, los. Ich habe sein Verlangen in ihm gespürt. Seine Besessenheit. Und jetzt stattet Gandalf einem Reich einen Besuch ab. Jetzt muss ich wieder warten, bis er sich umdreht. Und der ist jetzt so, oh, jetzt hab ich gar keinen Bock mehr. Ich hab gar keinen Bock mehr zu gehen. Vielleicht bin ich von hier aus schneller. Vielleicht wenn ich hier rumgehe, dann hab ich weniger Weg. Aber die Frage ist jetzt, okay, der ist jetzt so, kann ich nicht sehen. Das heißt, wenn er sich umdreht, dann... Jetzt muss der hoffentlich mir genügend Zeit lassen. Weil ansonsten habe ich halt verloren. Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Nein, danke. Was sollen wir tun? Verstecken, bis sie gehen. Das ist Quälerei. Das verstößt doch gegen irgendwelche Regeln. Keine Ahnung, Kriegsverbrechen, sonst was. Nein, eine Tatsache. Das sollte nicht. Oh, warum? Dann würde es euch nichts ausmachen, wenn ich dieses Wesen im Fluss ertränke. Oh doch. Habt ihr das gehört? Ich verstehe. Was meint ihr denn, mein Schatz? Was soll das heißen? Was sollen wir tun? Verstecken. Wir können jetzt offen reden. Keine Ausflüchte mehr. Ich muss es wissen. Ich sage euch, dass ich euch nicht sagen kann, was ich nicht weiß. Noch eine Ausrede. Nein, eine Tatsache. Das ist auch dann noch immer so warten zu müssen jedes Mal und zu wissen, dass ich nicht schneller durchkomme, als ich das ohnehin schon mache. Oh doch. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Vor allem, wenn ich nachher nicht schnell genug bin, dann ist es wahrscheinlich so, der König und sein Popoprinz, die sind schon durch die Tür gegangen. Du hättest schneller sein müssen. Der größte Jäger von allen, wie man sagt, reist 1000 Meilen, um ein Geschöpf zu fangen, das am ehesten... Vor allem einfach diese Schikane, dass du hier drum gehen musst, weißt du? Alter, ihr habt diesen guten Parkettboden nicht verdient. Selbst berührt und gefoltert hat. Gebt ihn mir. Tut nicht so überrascht, mein Freund. Ich habe nach dieser Quälerei definitiv guten Parkettboden verdient. Seine Besessenheit. Weißt du, was ihr bekommt? Das ganze Ding einfach fließen. Einfach fließen, überall. Der Graue meinem Reich einen Besuch ab. Ich frage mich, warum? Welches Geheimnis birgt dieses Geschöpf? Welches Wissen? Das heißt, ich warte dann dieses Mal eine extra Runde ab, obwohl ich kann hoffentlich direkt hinter dem stehen bleiben. Aber dann dreht er sich wieder um und sieht mich. Ich gehe jetzt einfach mal hinter die Wache und versuche da irgendwie stehen zu bleiben. Ich würde sie sicher verwahren, Gandalf. Okay. Meinen magischen Türen wäre sie unerreichbar.
Bass sicher verwahren. So, wie muss ich an dem vorbei? Einen eurer Zwergenfreunde. Ich würde es, was immer hier lang. Ist, natürlich nie benutzen. Nur behalten. Verstecken. Bass verstecken. Hör doch jetzt einfach, die sind einfach full of piss. Guck dir das mal an. Die Grenzen sind jetzt sicherer als die von Lord. They're so angry. They're made of piss. Ja. Ich spürte seine Macht, als ich herkam. Verzeiht mir. Aber euer Alter, du spürst gleich meine Macht, ich sag's dir. Und eure Krone. Habt ihr das gehört? Was gehört? Alter, ich bin ganz normal geschlichen. Sauron, der dunkle Herrscher, wieder erstarkt vor eurer Haustür. Und ihr was, habt warum? Es nicht gesehen. Der Weiße Rat hat Düsterwald von dem Nekromanten befreit. Nicht König Thranduil und sein Volk. Muss ich hier durchgehen? Da, ich muss einfach nur... Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh, we did it. Oh. Oh, we are free. Hoffentlich. Hoffentlich sind wir free. Hoffentlich, jetzt kann ich einfach hier draußen rumlaufen. Oh, Freiheit. Oh, grüne Wald. Oh, so grün, so... Nein. Nein, 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 nicht normal, nicht nur, nein, nicht normal. Entkomme den Elf. Ich hab keinen Bock, weißt du was? Wir laufen jetzt einfach hier lang. Mein König, er ist hier. Bringt ihn hierher, zu mir. Diesmal nicht, mein Freund. Ja, ich muss es einfach mal versuchen. Stell mich so an, so viel ich will. Stein nehmen. Ins Gesicht werfen. Das. Unfair. Unfair. Ich war versteckt. Okay. Boah, Leute, ich kann einfach. Nee. Ich muss. Geht heute nicht mehr. Nee. Aus. Mach das zu meiner eigenen Gesundheit. Ich will nicht, dass ich morgen leblos in diesem Zimmer vorgefunden werde. Ich habe keine Lust. Geht einfach nicht mehr. Ich krieg ansonsten irgend noch so ein Brain Aneurysm, irgendwas platzt. Geht für heute einfach nicht mehr. Ich weiß, dass ich es mir für nächste Woche nur noch schwerer mache. Für nächsten Dienstag. Um das dann durchzukriegen noch vor Ende des Jahres. Aber es geht nicht anders. Vielleicht muss ich nächsten Dienstag einfach 2 Streams machen. Weißt du, versuche einfach einen Mittagsstream zu machen. Und dann zwischendurch Pause. Weißt du, so 2-3 Stunden ins Kissen schreien oder so am Stück. Und dann machen wir den Rest. Weil ich kann das mal zeigen hier. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt. Ich kann das mal gerade zeigen. Ich habe angefangen, warte mal, hier war die Autosequenz. Hier war das Weglaufen. Na, so ungefähr hier. So, ne, bei so 4,17 sonst was. Wir sind jetzt bei 5,39. Es sind nicht mal 2 Stunden von diesem Spiel. Nicht mal 2 Stunden und es sind noch 2,5, es sind eigentlich 3 fast noch übrig. Also ich hab ne Stunde. Ich hab so, wenn's hochkommt, so eine Stunde, so vielleicht eine Stunde 20 an Progress gemacht. Und ich muss beim nächsten Mal das Doppelte fast machen. um bis zum Ende zu kommen. Oh...